Herrn. Sie hören es an meiner Stimme, die gestrigen Einheiten waren schon sehr intensiv. Heute geht es mindestens so intensiv weiter und wir beginnen heute mit zwei Sessions. In der ersten Session werden wir zwei Einheiten haben. Die erste werde ich moderieren, die zweite wird der Kollege Malte Thiessen moderieren. Und beginnen werden wir mit Alexander Bogner. Alexander Bogner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und ich glaube aktuell noch Vorsitzender oder immer noch Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Soziologie. Ja? Ewiger Vorsitzender, der permanente Vorsitzende, genau. Alexander ist habilitierter Soziologe mit den Forschungsschwerpunkten unter anderem im Spannungsfeld von Wissenschaft, Technik und Umwelt und unter anderem auch den Feldern Biomedizin, grüne Gentechnik und emergierende Technologien. Der Grund, warum wir Alexander eingeladen haben, ist seine jüngste Publikation, die er, glaube ich, morgen auf der Frankfurter Buchmesse auch präsentieren wird, wenn ich richtig liege, nämlich die Epistemisierung des Politischen, wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Ganz ein reißerischer Titel. Und er wird heute über die Rolle von Wissenschaft in der Politikgestaltung sprechen. Bitte, Alexander. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Franz, für die netten Einleitungsworte und ich bin natürlich besonders dankbar für die Schleichwerbung, die hier schon eingeflossen ist. Also das Reklambüchlein mit dem ganz schlimmen Titel, krasses Soziologendeutsch, die Epistemisierung des Politischen. Aber die Leserin, der Leser wird dann ein bisschen belohnt mit dem umso reißerischen Untertitel, wie die Macht des Wissens die Demokratie bedroht. Und das hat den Verlag deshalb wahrscheinlich interessiert, weil wir natürlich, wenn wir von Demokratiebedrohung sprechen, dann denken wir einerseits an einen Populismus, an einen Rechtspopulismus oder an autoritäre Bewegungen. Und da gilt ja normalerweise das Wissen in seiner Aufklärungsfunktion als probates Gegenmittel. Also woran sollen wir eigentlich, woran soll das Problem mit diesem Wissen eigentlich liegen? Vielleicht kommen wir in der Diskussion darauf zu sprechen. Heute ist mein Auftrag ein bisschen überschaubarer. Es geht um die Rolle der Wissenschaft in der Politikgestaltung. So habe ich den Titel von den Veranstaltern vorgeschlagen bekommen. Tolle Geschichte, schöner Service. Und die Frage, was kann die Wissenschaft in der Politikberatung eigentlich leisten? Zunächst herzlichen Dank nochmal für die ehrenvolle Einladung zu dieser schönen Tagung heute in dieser Wahnsinns-Location. Das ist irre und noch einen wahrscheinlich noch größeren Dank an Sie, dass Sie heute früh hierher gefunden haben. In Innsbruck hat man immer dieses Riesenproblem mit dem Wetter. Das ist natürlich eine totale Konkurrenz und wie ich heute in der Früh losgestartet bin, habe ich gedacht, naja, mit dem Blick auf die Nordkette, also ja, ohne diese Tagung, klar, da wäre ich so wie Sie wahrscheinlich alle auch schon in Wanderschuhen oder am Radl unterwegs. Umso schöner, dass Sie da sind und mir Ihre Aufmerksamkeit schenken. Die Corona-Krise war und ist eine Sternstunde für die Wissenschaft und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen führte uns das Coronavirus vor Augen, dass wir viele Gefährdungen ohne die Wissenschaft gar nicht erkennen, erklären und wirkungsvoll behandeln können. Ohne die moderne Wissenschaft wäre das Coronavirus gar kein Virus, sondern eine dunkle Heimsuchung des Schicksals. Ohne die Wissenschaft gäbe es außerdem wenig Hoffnung auf Heilung, sprich wirksame Impfstoffe. Und ohne die Wissenschaft, drittens, wäre die Politik ziemlich verloren. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Der hilfesuchende Blick der vom Virus überraschten Politik richtete sich im Frühjahr letzten Jahres sofort auf die Virologie, Infektiologie, Epidemiologie. Die maßgeblichen Statements, Podcasts, Interviews kamen von den Virologen, die in der Krise dann ja, fast schon als Popstars gehandelt wurden. Die Namen von Anthony Fauci in den USA oder Anders Tegnell, Schweden, Christian Drosten, Deutschland, die waren in den internationalen Medien allgegenwärtig. Die Politik richtete ihre Strategien an den Warnungen der Experten aus. Die deutsche Wissenschaftsministerin Karliczek hat so formuliert, die Politik richtet sich in ihren Handlungen wie selten zuvor an der Wissenschaft aus.
sinngemäß. Markus Söder hat gleich im März gesagt, es herrscht jetzt der Primat der Wissenschaft und der Medizin. So ist es. Und in der italienischen Wochenzeitung L'Espresso war zu lesen, unter der Schlagzeile die sieben mächtigsten Männer Italiens, warum jetzt, im Untertitel, warum jetzt die Wissenschaft das Sagen hat. Also eigentlich so eine Art freundlicher Expertokratie-Ansage. So kam im Feuilleton immer wieder mal der Verdacht auf, dass im Zuge der Pandemie die Stunde der Gesundheitstechnokraten gekommen sei. Plakative Warnungen vor der Expertokratie haben und hatten Konjunktur, gerade im Kontext der durch den Lockdown vollzogenen Freiheitsbeschränkungen. Andere Stimmen kritisierten, dass sich die Wissenschaft aufgrund ihrer Vielstimmigkeit politisch beliebig instrumentalisieren lasse, beziehungsweise dass die Politik mit Hinweis auf die Lernerfordernisse der Wissenschaft wichtige Maßnahmen unterlasse. Aus dieser nur skizzenhaft angedeuteten Konfliktlage wird bereits deutlich, dass im Zuge der Corona-Pandemie auch und natürlich immer noch um das richtige Verhältnis zwischen beratender Wissenschaft und beratender Politik gerungen wird. In welcher Form sollte sich die Politik auf die Wissenschaft einlassen und was hat die Wissenschaft der Politik zu bieten? Meine Anregungen für unsere nachfolgende Diskussion möchte ich folgendermaßen spiegelstrichartig zusammenfassen. Drei Thesen. Erstens, Politik soll der Wissenschaft folgen, aber nicht zu weit. Zweitens, Expertendissens ist kein Manko, sondern politisch produktiv. Und drittens, Politikberatung in Krisenzeiten muss inter- und transdisziplinär sein. Okay, das sind mal die drei Thesen. Ich komme zum ersten Punkt. Als im April dieses Jahres die dritte Corona-Welle drohte, forderten viele, die Politik solle jetzt mal endlich konsequent der Wissenschaft folgen. Die Spiegel-Kolumnistin Margarete Stokowski, Sie können es vielleicht sogar lesen, da rechts unten im Eck, also naja, die schrieb damals in eindringlichem Staccato, hört auf die Wissenschaft. Klingt ja auch vernünftig und sympathisch, follow the science, wem sollten wir denn sonst folgen? Doch ganz so einfach ist es nicht, denn solche Parolen unterstellen zuweilen, dass es auf typisch politische Streitfragen, wie zum Beispiel brauchen wir härtere Maßnahmen, wissenschaftlich richtige, also quasi wert- und ideologiefreie Antworten gibt. Doch alle noch so exakten Zahlen, Daten und Prognosen entbinden uns nicht von der Pflicht zur Entscheidung. Das ist im Endeffekt ein Punkt, auf den schon Max Weber hingewiesen hat in seiner berühmten Rede über Wissenschaft als Beruf? Wissenschaft als Beruf, so ist es. Sehr gut. Ich kriege unterstützendes Nicken. Danke. Das ist beruhigend. Im wissenschaftlichen Faktum steckt kein politisches Handlungsprogramm. Wir können das mal durchexerzieren am Beispiel des Klimawandels. Alle noch so präzisen Modellierungen, Simulationen, Voraussagen über die globale Erwärmung und damit zusammenhängende Katastrophen nehmen noch keine politische Entscheidung vorweg, beziehungsweise die wissenschaftliche Klimaexpertise nimmt faktisch nur dann eine politische Entscheidung vorweg, wenn in der Gesellschaft ein weitgehender Wertekonsens darüber herrscht, dass wir den von der Wissenschaft ausgemalten Klimanotstand verhindern wollen und deshalb bereit sind, uns einzuschränken. Also mal so ganz plakativ. Mit anderen Worten, erst bei einem weitgehenden gesellschaftlichen Wertekonsens ergibt sich aus wissenschaftlicher Expertise so etwas wie ein politischer Sachzwang. Der US-amerikanische Politologe Roger Pilke hat in diesem Zusammenhang von Tornado-Politik gesprochen. Tornado-Politik, das heißt, so sinngemäß, für demokratisches Abwägen ist keine Zeit, wenn der Hurricane kommt. Also, dann wollen wir nämlich überleben und nicht diskutieren. In akuten Krisensituationen, so ließe sich daraus schließen, ist so etwas wie Expertokratie legitim. Dies wurde auch im Verlauf der Corona-Pandemie deutlich. Zunächst unter dem Eindruck der alarmierenden Bilder aus der Lombardei herrschte weitgehender Wertekonsens.
Der Gesundheitsschutz hatte oberste Priorität. Doch bald entwickelte sich eine Grundsatzkontroverse um die Verhältnismäßigkeit der politischen Maßnahmen und es wurde darüber gestritten, was uns der Lebensschutz wert ist, welche Freiheitsrechte wir dafür aufgeben wollen und wie lange, welche psychosozialen Folgekosten das hat und so weiter. Aus der akuten Krise wurde eine chronische Krise, ablesbar daran, dass allerhand Konflikte, Wissenskonflikte, Wertekonflikte, Interessenskonflikte aufbrachen. Es wurde deutlich, dass Corona ein vielschichtiges Problem mit ökonomischen, rechtlichen, psychosozialen, politischen Facetten darstellt, das man nicht allein im Rekurs auf medizinisches oder virologisches Fachwissen lösen kann. Der Versuch, in einer solchen Situation die Politik herauszuhalten und so zu tun, als gäbe es nur eine rationale Handlungsoption, ist wenig glaubwürdig. Die Parole Follow the Science greift daher zu kurz, wenn damit gemeint ist, dass sich die Politik darauf beschränken solle, die Anweisungen einer Wissenselite auszuführen. Damit verfehlt man nicht nur das Wesen der Politik, man unterstellt auch fälschlicherweise, dass die Wissenschaft mit einer Stimme spricht. Tatsächlich aber gab und gibt es gegenläufige Politikempfehlungen innerhalb der Wissenschaft sowieso. Das ist durch die disziplinäre Struktur der Wissenschaft bedingt, aber es gibt auch Dissens innerhalb der Disziplinen, innerhalb der Subdisziplinen und damit sage ich Ihnen und euch natürlich nichts Neues heute Morgen. Aber das bringt mich direkt und unmittelbar zu Punkt 2, zum Stichwort Expertendissens. Zunächst einmal, Widerspruch und Dissens sind in der Wissenschaft normal und eigentlich für den wissenschaftlichen Fortschritt konstitutiv. So hat es letztlich schon Karl Popper formuliert. Wissenschaftlicher Fortschritt ist auf Kritik angewiesen und natürlich auch auf die Bereitschaft aller Beteiligten zur Selbstrelativierung. Das ist ja auch die untergründige Parallele zwischen Wissenschaft und Demokratie, diese Bereitschaft zur Selbstrelativierung, zur Selbstinfragestellung und im Endeffekt natürlich auch zur gegenseitigen und auch zur Selbstkritik, also bei allen Differenzen, die es zwischen Wissenschaft und Demokratie gibt. Aber das ist ein wesentlicher Punkt und letztlich ist die fortgesetzte Evolution des Systems Wissenschaft nur durch Dissens und Widerspruch gesichert, nicht aber durch fragloses Einvernehmen. Wer geltende Wahrheitsansprüche nicht mehr hinterfragt, steigt aus dem Spiel der Wissenschaft aus. Das Abreißen der Kritik ist auch das Ende der Wissenschaft. Nun wird auch in der Corona-Krise ausgiebig gestritten über die richtige Interpretation der verfügbaren Zahlen, Daten und Studien, über die Vorläufigkeiten und Ungewissheiten des verfügbaren Wissens oder auch über die richtigen Schlussfolgerungen aus den vorliegenden Modellrechnungen. Und natürlich wird darüber gestritten, welche politische Strategie angesichts der fluiden Kennwerte wie Inzidenzen, Hospitalisierungen, Impfquote und so weiter die richtige ist. Der öffentlich wahrnehmbare Dissens resultiert weniger aus ideologischen oder parteipolitischen Präferenzen der Experten, sondern vor allem aus der Verschiedenartigkeit oder auch Widersprüchlichkeit der disziplinären bzw. subdisziplinären Perspektiven. Wir haben das ja alle erlebt. Während Fachleute aus der Virologie mit Blick auf die Inzidenzen auf den nächsten Lockdown begrüßen, warnen viele Ökonomen davor. Oder während die Medizin auf die Ansteckungsfähigkeit auch junger Menschen hinwies, warnte die Bildungsforschung vor weiterem Digitalunterricht und so weiter. Der Expertendissens innerhalb und zwischen den Disziplinen macht deutlich, dass letztlich die Politik entscheiden muss. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht, denn eine Wissenschaft, die mittels der Vielstimmigkeit ihrer Perspektiven und politischen Handlungsempfehlungen öffentlichkeitswirksam unterstreicht, dass die Politik am Ende des Tages Wertentscheidungen treffen muss, leistet mehr für ihre Gesellschaft, als wenn sie so tut, als ließen sich politische Abwägungsprozesse an die Wissenschaft adressieren. Natürlich soll die Politik sich auf Fakten und wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, doch eine Politik, die sich der Macht, der Evidenz oder einem illusorischen oder vielleicht sogar selbstgebastelten Expertenkonsens unterwirft, macht sich überflüssig. Und damit zum
dritten und letzten Punkt, wie soll denn Politikberatung organisiert sein? In der Corona-Pandemie ist die Politikberatung selbst zum Politikum geworden. Und davon profitiert natürlich nicht zuletzt die Wissenschaft, davon profitiert unter anderem auch die Politologie, davon profitiert die Soziologie, und das ist letztlich der Grund, warum ich hier stehen darf heute, weil dieses Thema offensichtlich von Interesse ist. Wie soll man denn mit der Politikberatung jetzt eigentlich umgehen? An Politikberatung wurde und wird einiges bemängelt in der Krise, nämlich zum Beispiel, dass intransparent blieb, wer im Vorfeld nationaler Regierungsgipfel als Experte oder Expertin geladen wurde oder welche Stellungnahmen aus der Wissenschaft in welcher Form in die politischen Überlegungen eingeflossen sind. Manchmal schien es, als würde die Politik nur jene Stimmen berücksichtigen, die zu ihren vorgefassten Zielen passten. Wie sollte also Politikberatung organisiert sein, um angemessen auf Krisen reagieren zu können? Zunächst einmal, glaube ich, muss man unterscheiden zwischen unterschiedlichen Krisenstadien, und ich habe diese Unterscheidung so unter der Hand anfangs eingeführt, nämlich zwischen akuter und chronischer Krise. Also akute Krisen brauchen schnelle und klare Entscheidungen seitens der Politik. Dieser Anforderung entspricht klassischerweise das Modell einer Taskforce. Diese hilft bei der kurzfristigen Bewältigung eines akuten Notstands. Sie ist auf die wissenschaftlich-technische Bewältigung der Krise ausgerichtet. Im Fall von Corona waren in den Expertengremien in fachlicher Hinsicht darum vor allem die Medizin, Virologie, Epidemiologie vertreten. In akuten Krisen, das hatten wir schon gehört, eingangs wird die wissenschaftliche Erkenntnis zum politischen Sachzwang. Aber das bezieht sich eben auf den unwahrscheinlichen Fall eines breiten gesellschaftlichen Wertekonsenses. Chronische Krisen, also hartnäckige oder längerfristige Krisen, in denen auch um die richtige Interpretation der Krise und um die richtige Politstrategie gerungen wird, also sprich eine Situation, wo Konflikte aufbrechen, chronische Krisen also formulieren neue Anforderungen an Politikberatung. Dieses Einkammermodell der Politikberatung, also Stichwort Taskforce, entspricht nicht der Komplexität des Problems, sobald eine Krise von längerer Dauer ist. Denn wie wir im Corona-Fall gesehen haben, ein rein medizinisches Problemframing mit dem Gesundheitsschutz als oberste Priorität wird hinterfragt, sobald die Notlage überwunden scheint. Sobald Debatten über die Verhältnismäßigkeit der politischen Maßnahmen aufbrechen, erweitert sich zwangsläufig der Kreis relevanter Expertise. Neben Medizin, Komplexitätsforschung, Virologie sind dann auch die Geistes- und Sozialwissenschaften von Belang, die Ökonomie, Soziologie, Politik, Wissenschaften, Ethik, Bildungsforschung. Und über die Wissenschaft hinaus sollten natürlich auch die Stimmen der Kulturschaffenden, der Kirchen, NGOs, Bürgerinnen und Bürger gehört werden. Schließlich geht es bei der Entwicklung einer politischen Strategie nicht darum, die eine rationale, wissenschaftlich richtige Lösung zu finden, sondern es geht um Interessensabwägungen und Wertentscheidungen. Das Erfahrungswissen der Leute ist gerade in Krisen ein wichtiges Korrektiv für eine Wissenschaft, die ihre Leistungsfähigkeit extremer Spezialisierung, und das heißt natürlich letztlich dem Ausblenden der allermeisten Probleme und Perspektiven, verdankt. Das heißt, ein, ja, nennen es wir mal Pandemierat, ein solcher Rat wäre am besten als Mehrebenenmodell einzurichten. In diesem Modell hätten wir natürlich auch eine virologische Taskforce. Das wäre sozusagen das Unterhaus. Hier geht es um schnelle Antworten auf dringliche Probleme. Daneben hätten wir sozusagen ein Oberhaus, in dem viele Disziplinen und Perspektiven repräsentiert sind. Hier wäre der Platz für interdisziplinär geführte Abwägungsprozesse über grundsätzliche Strategie und Wertfragen. Und in diese Wertedebatten müsste man natürlich auch die Öffentlichkeit einbeziehen. Vorstellbar zum Beispiel in einer Reihe von Mini-Bürgerräten, in denen ausgewählte Bürgerinnen ihre Enttäuschungen, Erwartungen und Empfehlungen darstellen können. Solche Beteiligungsexperimente haben gerade in meinem Bereich, in der Technikfolgenabschätzung, eine
lange Tradition und sind auch einigermaßen erprobt und gleichzeitig provozieren sie natürlich kritische Nachfragen. Das ist ganz klar. Wer soll da drinnen sitzen? Wie ist es mit der Repräsentativität? Bestimmen nicht am Ende des Tages dann wieder die Lehrer, was passiert, weil die haben am meisten Zeit und sie sind am meisten engagiert und so weiter. Also solche Phänomene sind natürlich bekannt und man kennt es ja auch in den Politikwissenschaften. Aber darum kann es vielleicht jetzt gleich anschließend in der Diskussion gehen. Zunächst mal scheint mir die grundlegende Einsicht wichtig, dass ein inter- oder transdisziplinär besetzter Pandemierat genau das ist, was in der Corona-Krise längst schmerzlich vermisst wird. Denn, und das ist mein zentrales Argument, denn erst innerhalb eines solchen Rates kann der Expertendissens überhaupt fruchtbar gemacht werden, und zwar auch innerhalb der beratenden Fachleute. Erst im Rahmen eines institutionalisierten Diskussionsforums können Gegenstimmen einen systematischen Zwang zur Relativierung oder Elaborierung der eigenen Position entwickeln. Ohne ein solches Gremium bleiben auch gegensätzliche Einschätzungen und Empfehlungen oft kommentarlos nebeneinander stehen und bewegen die handelnde Politik mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, ohne dass diese Politik auch überhaupt ausreichend erklären müsste, warum ein bestimmter Inzidenzwert erst eine Katastrophe und plötzlich dann wieder das Ziel aller Bemühungen ist. Ohne ein solches Gremium entfällt auch eine öffentliche Abwägung zwischen widersprüchlichen Empfehlungen verschiedener Expertenallianzen durch die Politik. So kann der real existierende Expertendissens politisch nicht produktiv gemacht werden, das heißt zur Grundlage einer rational begründeten, aber eben genuin politischen Entscheidung werden. So, wie lautet das Fazit? Mein erster Punkt lautete, Politik soll der Wissenschaft folgen, ohne aber zu vergessen, dass sie sich überflüssig macht, wenn sie sich der Macht der Evidenz oder dem scheinbaren Expertenkonsens unterwirft. Hierin besteht das Problem all jener, die aus Angst vor grassierender Wissenschaftsfeindlichkeit, Verschwörungstheorien und Populismus kompromisslos auf die Wissenschaft setzen und unter Titeln wie Follow the Science oder Unite Behind Science den irrigen Eindruck erwecken, jeder noch so kleine politische Handlungsspielraum sei eine Gefahr für die Demokratie oder für den Rationalismus auf der anderen Seite. Zweiter Punkt, Politik ist wesentlich durch den konstruktiven Umgang mit Pluralität charakterisiert. Dies erfordert die Einbeziehung möglichst vieler Stimmen und Meinungen, nicht nur aus der Wissenschaft. Einer Politik jedoch, die sich über Wissen und Wahrheit legitimiert, muss Bürgerbeteiligung letztlich nur als Ballast erscheinen. Die Demokratie, so wie wir sie kennen, wäre aus einer solchen Perspektive nichts anderes als die Diktatur der Dummen. Dritter Punkt. Die Misere wissenschaftlicher Politikberatung in der Corona-Krise ist nicht darin begründet, dass es in Österreich an einschlägigen Fachleuten fehlen würde oder an forschungsstarken oder reflektierten Fachleuten, überhaupt nicht. Sie ist auch nicht darin begründet, dass es teilweise gegensätzliche Positionspapiere gab und gibt. Die Organisation der Politikberatung ist das Problem. Dissens und Meinungsvielfalt können im Sinne besserer Einsicht in die Dinge nur fruchtbar gemacht werden, wenn es die Chance oder den Zwang zu einem geregelten Austausch gibt, wenn es, kurz gesagt, so etwas wie einen durch Laienexpertise unterstützten interdisziplinären Krisenrat gibt. Ja, und mit dieser ziemlich konkreten Empfehlung darf ich es auch bewenden lassen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist super, dass Sie da waren. Das freut mich und ich lade Sie natürlich ein zu Kritik bzw. zur Diskussion, die dann du moderieren wirst. Ja, herzlichen Dank. Danke, Alexander, für diesen spannenden Vortrag. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, dass Alexander mit seinem Essay auch einen großen Preis gewonnen hat, nämlich den der Akademie der Wissenschaft, ich glaube im letzten Jahr. Das war der erste Preis, der Hauptpreis war es, oder? Ja. Dieses Jahr war das. Ah, okay. Ja, also sehr, sehr spannend zu lesen.
Wir werden die Diskussion an den Schluss stellen und ich bitte dann jetzt den Marcello Jenny auf die Bühne. Marcello Jenny hat in zahlreichen Projekten zu Themen des Parteienwettbewerbs, des politischen Wettbewerbs und zu Parlamenten in Mannheim und Wien gearbeitet und ist mittlerweile hier in Innsbruck am Institut für Politikwissenschaft Universitätsprofessor für diese Bereiche. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich des Wahlverhaltens, der Wahlkämpfe, des Parteienwettbewerbs, des Parlamentarismus und auch der Inhalts- und Sentimentanalyse politischer Kommunikation. Und Marcello wird heute über den politischen Wettbewerb in der Covid-19-Pandemie sprechen, sozusagen. Wie wirkt sich die Pandemie auf den politischen Wettbewerb zwischen den Parteien aus? Bitte, Marcello. So, auch ich bedanke mich für die freundliche Einleitung. Ich muss gleich vorausschicken, das ist sehr, sehr vorläufig, was ich Ihnen heute präsentieren werde und es ist auf derzeit noch von der empirischen Datenlage auf die Frühphase der Krise konzentriert. Was ich Ihnen dazu sagen möchte, ich habe es gegliedert in die folgenden Punkte. Ich möchte Sie daran erinnern, ein bisschen an den politischen Kontext vor der Corona-Krise, also in welcher Verfassung war das politische System, als sie mit dieser großen Krise konfrontiert wurde. An und für sich, was wir meistens tun als empirische Sozialwissenschaft, wir schauen uns das an, was passiert ist. Gleichzeitig aber gibt es auch das Interessante zu untersuchen, was nicht passiert ist und warum etwas nicht passiert ist. Also das kontrafaktische Denken, glaube ich, hat gerade in der jüngsten Zeit auch in den empirischen Sozialwissenschaften wieder einen neuen Stellenwert gefunden. Und ich finde, auch hier sind ein paar Sachen nicht passiert. Die hätten passieren können und man darf sich die Frage stellen, warum. Dann zur eigentlichen interessanten Beobachtung zu Beginn der Krise ist, dass es ein außergewöhnliches Verhalten der zentralen politischen Kräfte der Parteien im Parlament gab. Diese Art von Burgfrieden, die es für sehr kurze Zeit gab. Und dann eigentlich der Befund, wo ich vielleicht derzeit am schwächsten unterwegs bin, mit, dass ich Ihnen Daten dazu präsentieren könnte, die sehr, sehr rasche Rückkehr zur österreichischen Normalität im Parteienwettbewerb. Zum politischen Kontext. Wir haben, das ist jetzt primär an unsere ausländischen Gäste gedacht, wir haben in Österreich eine sehr, sehr turbulente politische Zeit hinter uns. Ungewöhnlich turbulent. In den letzten 2 Jahren ist so eine Menge an großen politischen Ereignissen passiert, wie in Dekaden davor nicht. Dazu zählt der Ibiza-Skandal, dazu zählt dadurch verursacht das Ende der Koalitionsregierung zwischen ÖVP und FPÖ, die dann wiederum, dieser erfolgreiche Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz, die dann wiederum dazu geführt hat, dass der Bundespräsident eine Beamtenregierung eingeführt hat. Dazu sollte es viel mehr Forschung geben, zu diesem Phänomen, dieser Beamtenregierung, die aus meiner Sicht ist es ein bisschen fast wie im 19. Jahrhundert. Sie haben eine Regierung ihrer Majestät, in diesem Fall des Bundespräsidenten, die sich einem Parlament gegenüber sieht, auf das es sich nicht stützen kann, sondern diese Regierung wird geduldet von den Parteien, die sich auch nicht getraut hätten, wahrscheinlich diese Regierung zu stürzen, aber es war eine vollkommen neue Konstellation im Verhältnis zwischen Regierung und Parlament, das wir da für ein knappes Jahr erlebt haben. Dann kam diese Nationalratswahl 2019, die 2 klare Sieger produziert hat, zum einen die ÖVP unter Sebastian Kurz, der 2. große Sieg nach 2017 und die Renaissance der Grünen Partei. Dass sie es wieder in den Nationalrat geschafft haben, nach der großen Krise davor, und die klar identifizierbaren Sieger haben eine neue Koalitionsregierung gebildet. Zum ersten Mal eine Koalitionsregierung aus Christdemokraten und Grüner Partei. Also die Krise trifft auf eine Koalitionsregierung, die es in dieser Art und Weise noch nicht gab. Was weiter daran bemerkenswert ist, ein zentraler Akteur, der Gesundheitsminister, gehört
dem kleinen Koalitionspartner an. Es ist eine ungleiche Koalition zwischen einer sehr großen Partei, massiv gestärkt durch das Wahlergebnis, und einer kleinen Partei. Aber, wie sich herausstellt, ein ganz zentrales Amt in der Krise gehört der kleinen Partei. Was muss man noch sagen, um ein bisschen besser zu verstehen, was dann in der Krise passiert ist? Diese Koalitionsregierung hatte eine akzeptable Mehrheit für Beschlüsse im Nationalrat mit ein bisschen einer Sicherheitsmarge, also nicht ganz knapp, aber auch nicht übermäßig viel über der Mehrheitsschranke. Aber bisher war man es gewohnt, dass man relativ disziplinierte Parteien hat im österreichischen Nationalrat, mit wenigen Ausnahmen, aber an und für sich sollte das reichen für den normalen Gesetzgebungsprozess. Trotzdem, diese Koalitionsregierung hatte keine Verfassungsmehrheit. Auch das ist jetzt vielleicht wieder primär als Hinweis für die ausländischen Gäste gedacht. Warum ist dieser Umstand bei jeder Regierungsbildung in Österreich bemerkenswert? Weil wir einen hohen Grundstock haben an Rechtsmaterien, die im Verfassungsrang sind. Wir haben sehr viel Verfassungsrecht außerhalb der eigentlichen Verfassungsurkunde. Ist bedingt durch unsere politische Vergangenheit, dass wir mehrere Dekaden sogenannter großer Koalitionen hatten, also Koalitionen aus ÖVP und SPÖ, die diese Verfassungsmehrheit hatten und die sie auch ausgenutzt haben. Warum nutzt man eine Verfassungsmehrheit, wenn man sie hat? Gibt es zwei, drei wichtige Gründe, warum man das tut. Ein wichtiger Grund ist, man sichert Beschlüsse gegen Veränderung in der Zukunft. Wenn Sie mal glauben, Sie sind in der Zukunft nicht mehr an einer Regierung beteiligt, die eine einfache Mehrheit hat, können Sie trotzdem einen Status quo in einem Politikbereich fixieren, der in der Zukunft sehr, sehr viel schwerer zu ändern ist. War im Wettbewerb zwischen diesen zwei sehr gegensätzlichen politischen Kräften immer eine wichtige Motivation. Die zweite wichtige Motivation ist, wir haben einen Verfassungsgerichtshof. Österreich rühmt sich sehr oft für unsere schöne Verfassungskonstruktion und unter anderem dafür, dass wir den ersten Verfassungsgerichtshof hatten. Mit der Achtung gegenüber dem Verfassungsgerichtshof hat geschwankt über verschiedene Perioden. Unter anderem eben in Phasen der Großen Koalition war es mitunter auch so, dass man vorbeugend Beschlüsse in den Verfassungsrang gehoben hat, um sie der Kontrolle durch das Verfassungsgericht zu entziehen. Weil ist Verfassungsmaterie, also kann der Verfassungsgerichtshof nicht dagegen angehen. Das Nette daran ist, aber das führt dann schon sehr weit weg, der Verfassungsgerichtshof hat auch eine Gegenstrategie entwickelt. Finde ich super spannend, dass der Verfassungsgerichtshof in seiner Interpretation des Verfassungsrechts auch mit Hilfe der Jurisprudenz an den Universitäten zur Idee der Bauprinzipien der Verfassung gelangt ist, die wieder höherrangig seien als das eigentliche Verfassungsrecht und über diese Konstruktion dann wieder angefangen hat, ein bisschen dagegen zu arbeiten. Gut, aber da will ich nicht weiter ausführen. Der zweite wichtige Punkt ist, diese Koalitionsregierung hatte keine Mehrheit in der zweiten Parlamentskammer. Die zweite Parlamentskammer in Österreich ist traditionell schwach, ist von der Verfassung her so konstruiert, ganz im Gegensatz zur zweiten Kammer zum Bundesrat in Deutschland, die ein starkes Veto haben kann, was sehr wichtig ist, wie die Konstellation dort ist. In Österreich traditionell, der Bundesrat kann maximal verzögern. Bis zu 8 Wochen kann er einen Gesetzesbeschluss der ersten Kammer verzögern, falls er sich dagegen stellt, und damit hat sich's. Und das hat bedeutet, an und für sich in der Wahrnehmung durch politische Akteure wird er meistens als nicht besonders wichtig eingestuft. Interessant, in dieser ganz, ganz frühen Phase der Krise war er auf einmal wichtig und war er auf einmal lästig. Auch das etwas, was ein kurzes temporäres Phänomen war. Zur Erinnerung, welche Oppositionsparteien gab es im Parlament? Wir haben die SPÖ mit einer Parteiobfrau, die eigentlich sehr hohe Kompetenz gerade im Gesundheitsbereich hatte,
was, glaube ich, schon ein bisschen was erklärt, wie sich diese Partei dann verhalten hat als Oppositionspartei. Wir haben die FPÖ unter einem Clubobmann, der durchaus sowas wie Rachegelüste hatte dafür, dass er als Grund entwickelt wurde, warum die frühere Koalition zwischen ÖVP und FPÖ zerbrochen ist. Und wir haben Neos, die Liberalen. Gut, denn jetzt komme ich zu dieser kontrafaktischen Diskussion, in die ich Sie ein bisschen reinbringen will. The road not taken. Wir haben Ende Februar in Ischgl bricht der Virus aus und die Touristen, die abreisen, und es ist sehr, sehr schnell Feuer am Dach. Verfassungen haben, gibt es eine große, oder eine groß würde ich nicht sagen, aber es gibt das als Dauerthema. In Verfassungen haben sie normale Entscheidungsverfahren für normale Zeiten. Aber es gibt auch immer den Punkt, dass manche Verfassungen mehr als andere auch Verfahren haben für besondere Zeiten, für den Ausnahmezustand, für den Krisenzustand, die Emergency Powers oder Emergency Procedures. Kenner der österreichischen Geschichte wissen, die gab es auch im österreichischen Konstitutionalismus. Bereits im 19. Jahrhundert gab es das Notverordnungsrecht. Kenner der österreichischen Geschichte wissen auch, wir haben ein sehr, sehr diffiziles Verhältnis mit diesem Notverordnungsrecht. In der österreich-ungarischen Monarchie, geprägt durch Nationalitätenkonflikte, gab es immer wieder Phasen, wo das Parlament an sich selber, wenn ich mal böse bin, gescheitert ist durch Obstruktionspolitik einzelner Fraktionen. Und die Regierung hat in dieser Phase Rückgriff genommen auf das Notverordnungsrecht. So nahe an der legalen Grenze, ab und zu, wenn man streng ist, aber das würde ich jetzt den Juristen überlassen, wahrscheinlich über die Legalität hinaus. Hat dazu geführt, das ist die erste Episode, die wir haben mit dem Notverordnungsrecht. Die zweite Episode, die wir haben, ist während des Ersten Weltkriegs, wo das Parlament für eine relativ lange Zeit während des Ersten Weltkriegs nicht getagt hat und wir in einer Art Militärdiktatur waren. Auch in dieser Phase wurde das Notverordnungsrecht herangezogen. Vor allem die Sozialistische Partei hat das massiv kritisiert, was dazu geführt hat, dass in der ersten Bundesverfassung 1920 kein Notverordnungsrecht enthalten war. Also, sie haben es geschafft, damals es aus diesem großen Kompromiss, politischen Kompromiss mit den Christdemokraten rauszuverhandeln. 1929 war es auf einmal wieder da. 1929 ist die zweite große Verfassungsnovelle, der zweite große politische Kompromiss zwischen diesen beiden Kräften, wo es den Christdemokraten vor allem mit dem Vorbild der Weimarer Republik darum ging, den Präsidenten zu stärken, und unter anderem auch durch das Notverordnungsrecht, in das er eingebunden war. Dann kommt wieder eine Phase, der österreichische Ständestaat, wo das Notverordnungsrecht wieder von einer Diktatur missbraucht wurde. Aber es ist mit der Rückkehr zur Demokratie in der Zweiten Republik Teil unserer Verfassungsurkunde geblieben. Und jetzt kommen wir in die Krise rein, wo Zeit ein wichtiger Faktor spielt und man fragt sich, die Verfassung hat Sonderbestimmungen, um Dinge sehr schnell entscheiden zu können, warum wird das nicht genutzt? Das ist die Frage, die ich mir hier stelle, warum wurde dieser Weg nicht begangen? Und es wurde offensichtlich im Parlament diskutiert tatsächlich, soll man das machen oder nicht? Und jetzt merkt man das Gewicht der Geschichte. Die Verfassungsnovelle von 1929 wird in der historischen Darstellung sehr oft dargestellt als ein Sieg der Christdemokraten gegenüber der Sozialistischen Partei, weil der Bundespräsident eben gestärkt wurde. Was, glaube ich, ein bisschen unterbelichtet ist, ja, vieles davon an neuen Powers für das Staatsoberhaupt wurde eingebaut, aber sehr vieles eingebaut mit Sicherheitsschranken, unter anderem
Der Regierungschef ist praktisch bei fast allem, was der Bundespräsident machen kann, ist er eingebunden durch ein Vorschlagsrecht. Beim Notverordnungsrecht hat die Sozialdemokratische Partei eine andere Sicherung eingebaut, nämlich, dass sie damit nichts machen können, was budgetären Belang hat. Und damit war es in dieser Krisensituation relativ uninteressant, dass man da sehr viele Dinge nicht hätte machen können, auch wenn man diesen Sonderweg gegangen wäre. Und das hat dazu geführt, dass die zentralen politischen Kräfte entschieden haben, wir machen es über den normalen Gesetzgebungsprozess, über die wir dann Verordnungsermächtigungen machen, wie bisher, dass Minister dann schnellere Entscheidungen treffen können über das Verordnungsrecht. Das ist der Weg, der gewählt wurde. Aber ich finde es eine interessante Episode und ich glaube, das ist ein Thema, das für viele andere Verfassungen auch interessant ist. Wir haben Verfassungen mit Sonderprozeduren, wir haben die große Krise. Wo wurden Sonderprozeduren verwendet, um mit der Krise umzugehen und wo nicht? Weitere interessante Beobachtung, Gesundheitsministerium wurde in dieser Krise ein zentraler Normenproduzent. Was dieses Ministerium und diesen Minister vor sehr große Probleme gestellt hat. Das Gesundheitsministerium produziert normalerweise in einer normalen Periode nicht besonders viele Gesetzesvorschläge. Und Gesetzesvorschläge im Gesundheitsbereich haben üblicherweise eine sehr lange Vorlaufzeit. Das sind Gesetzesvorhaben, die sind schon eine sehr lange Zeit in Diskussion. Da gibt es auch genügend Zeit für parlamentarische Beratung, für das Begutachtungsverfahren etc. Das ist die normale Zeit. In der Krise keine Zeit für das Begutachtungsverfahren. Ständig im hohen Rhythmus müssen neue Verordnungen entworfen werden. Und man hat relativ schnell gesehen, dass die logistische Abteilung des Gesundheitsministeriums, die sehr klein dimensioniert ist von der personellen Kapazität, damit überfordert war. Jetzt gäbe es andere Ministerien, insbesondere das Bundeskanzleramt, die eigentlich da sehr viel besser ausgestattet wären. Und das wird vielleicht auch Thema für künftige Forschungen sein, warum da die Kooperation innerhalb der Koalition nicht besonders gut funktioniert hat in diesem Bereich. Zum Umstand, dass es keine Verfassungsmehrheit und keine Mehrheit in der zweiten Kammer gab, sage ich nachher noch was. Was ich Ihnen hier jetzt zeigen möchte, ist, Sie kennen vielleicht das Corona-Panel der Universität Wien und da haben wir, Professor Müller vom Institut für Staatswissenschaft und ich, ein paar Items dazugesteuert und ein Item daraus möchte ich Ihnen hier vorstellen, nämlich wurde die Bevölkerung zu mehreren Zeitpunkten gefragt, wie soll sich die Opposition gegenüber der Bundesregierung verhalten, soll sie sich mit Kritik an der Regierung zurückhalten. Die erste Welle war Mitte April, die zweite Welle Mitte Juli und die dritte Welle ist dann schon Dezember 2020. Mitte April ist ganz nett. Idealerweise hätten wir es noch ein bisschen früher schaffen sollen, nämlich im März, weil Mitte April aus meiner Sicht schon mit der Politisierung begonnen hat. März war noch die Phase, wo der Konsens in der Bevölkerung und auch zwischen den politischen Eliten, wie mit der Krise umzugehen ist, noch am höchsten war. Aber da haben wir leider keinen Messzeitpunkt. Trotzdem sehen Sie, wenn Sie sich anschauen, die Dynamik ist ähnlich über die drei Zeitpunkte für die verschiedenen Parteianhängerschaften. Zu Beginn gibt es hohe Zustimmung dazu, ja, die Opposition soll sich zurückhalten. Das nimmt ab im späteren Verlauf. Wenn Sie April und Dezember vergleichen, insbesondere für die Anhänger der Oppositionsparteien, sehen Sie, da gibt es dann schon welche, die gehen da nicht mehr mit. Bei der SPÖ von 40% auf unter 30%, bei der FPÖ von 30% Zustimmung zu diesem Item auf unter 20%. Neos-Anhänger sind da am stabilsten, die können dieser Position was abgewinnen. Bei den Anhängern der Regierungsparteien
Natürlich, was sage ich natürlich? Stimmt nämlich nicht. ÖVP-Anhänger, ja, die erwarten das von der Opposition, dass sie in dieser Krisensituation sich zurückhält. Die Grünen-Anhänger sind da ganz anders gepolt. Die sehen das nicht, dass die Regierung, dass ihre eigene Regierung in der Krise geschont werden soll. Und jetzt kommen wir zum tatsächlichen Verhalten im Parlament bei Gesetzesbeschlüssen. Das ist eine Zeitreihe über die Zustimmungsraten in der ersten Parlamentskammer. Ich habe es dargestellt als gleitenden Durchschnitt, also das bedeutet immer der Anteil über 10 Abstimmungen, wie viele der Abstimmungen wurden mit Ja beantwortet seitens einer Regierungspartei, damit wir ein bisschen eine Bewegung haben in dieser Kurve. Und was Sie sehen für März, April, das ganze erste Halbjahr von eben Ende Februar geht es los bis Juni, ist geprägt durch Gesetzgebung im Parlament, die allein mit der Bewältigung der Krise zu tun hat. Da ist praktisch ein bisschen so wie in den Krankenhäusern, die Covid-19-Patienten, dass die Intensivstationen freigeräumt werden nur für die Behandlung von Covid-19, wurde das ganze parlamentarische Gesetzgebungsgeschäft freigeräumt, praktisch nur für Materien, die unmittelbar mit der Krisenbewältigung zu tun haben. Und wir sehen es für März, April, die Beschlüsse, insbesondere bei der SPÖ sieht man schön, die geht praktisch mit allem mit. Die geht mit allen großen Covid-19-Paketen, geht die mit der Regierung mit. Man sieht auch den Anstieg ein bisschen bei der FPÖ. Bei NEOS ist nicht so deutlich zu sehen, wir haben es dann nochmal Ende Juni, haben wir nochmal hohe Raten, dass die Oppositionsparteien mitgehen. Später, ich habe das Ganze bis Jänner 2021, ich muss mir die letzte Phase wieder anschauen, was da für Pakete drin waren. Da wird es dann stärker gemischt, da sind auch andere Materien. Da ist es dann nicht mehr nur Covid-19 bezogen. Aber mein Punkt wäre, wir hatten eine relativ kurze Phase von 1-2 Monaten, oder ich würde sogar sagen, waren nicht mal 2 Monate, wo die Opposition tatsächlich praktisch fast alles akzeptiert hat, was von Seiten der Regierung an Gesetzgebung kam. Und damit auch an Verordnungsermächtigungen für den Gesundheitsminister, der damit diese schnellen, kurzfristigen Verordnungen dann erlassen konnte. Die sich aber zunehmend dann als problematisch oder kontroversiell herausgestellt haben. Sehr vieles davon kam relativ bald, die Kritik ist schlampig ausgearbeitet in der Eile. Manches wurde Monate später tatsächlich durch den Verfassungsgerichtshof aufgehoben als nicht rechtskonform. Da gab es auch diesen berühmten Saga von Sebastian Kurz, der dann ihm sehr wehgetan hat, dass es ihm in der Krise egal ist, ob alles so perfekt rechtlich abläuft, weil es gilt eh nur sehr kurze Zeit, was Anhänger des Rechtsstaates massiv kritisiert haben diese Aussage. Gut. Die kurze Burgfriedenszeit, die dann aber abläuft und auf einmal wird die Opposition wieder angriffig. Und wie äußert sich das? In der ersten Kammer hat die Koalition eine Mehrheit. In der zweiten Kammer hat sie keine Mehrheit. Und was passiert auf einmal in der zweiten Kammer? Einsprüche. Einsprüche gegen Beschlüsse des Nationalrates. Häufen sich. Und das ist wiederum politisch interessant, weil wer kann eine Mehrheit gegen den Nationalrat produzieren in der zweiten Kammer? Eine Koalition aus SPÖ und FPÖ. Sie müssen die zwei politischen Gegenüber dazu bringen, dass sie miteinander kooperieren in der zweiten Kammer, damit sie die Regierung blockieren können. Nur wenn die zwei übereinkommen, wir sind beide dagegen, schaffen sie diese gegnerische Mehrheit in der zweiten Kammer. Ein Einspruch bedeutet eine Verzögerung von 8 Wochen. Das kann man sagen, in normalen Zeiten ist das nicht viel. Wenn aber Zeit eine wichtige, wertvolle Ressource ist in der Krise, tun die 8 Wochen weh. Und sie haben der Regierung wiederholt wehgetan. 8 Wochen ist das Maximum.
Was die Oppositionsparteien realisiert haben, zum Teil haben sie am Anfang aus ihrer Sicht suboptimale Verzögerungsstrategien gewählt. Nämlich sie haben in einer Woche war der Beschluss des Nationalrats, für die nächste Woche war die Sitzung des Bundesrats angesetzt, in der sie den Einspruch gemacht haben. Gut, dann konnte der Nationalrat in der Woche darauf schon wieder eine Sitzung ansetzen, wo ein zweiter Beharrungsbeschluss gegen diesen Einspruch gefasst wird und damit wird die zweite Kammer overruled. Dann haben Sie eine Verzögerung von gerade mal 1-2 Wochen, wenn die zweite Kammer so vorgeht. Und das haben die Oppositionsparteien realisiert. Das ist nicht optimal, um den höchstmöglichen schmerzhaften Effekt gegen die Regierung zu machen. Der zweite Weg, den Sie dann eben gewählt haben, ist, keinen Beschluss zu fassen. Man lässt die Sache, die Materie liegen. Und wenn man diesen Weg geht, dann tritt die Regelung in Kraft, 8 Wochen warten. Sie warten 8 Wochen und nach 8 Wochen tritt es in Kraft. Und das wurde seitens der Oppositionsparteien wiederholt gewählt, dieser Weg. Nachdem die Krise dann chronisch wurde und nicht mehr so akut war, wurde der Wert solcher Strategien, glaube ich, geringer. Aber in diesem ersten Halbjahr 2020 hat man zum ersten Mal gesehen, dass das, was der Bundesrat tun kann, schon auch wehtun kann politisch. Ich habe aus einem anderen Forschungsprojekt Politometer, wo wir praktisch alle Abstimmungen haben, die im Nationalrat gefallen sind, wollte ich Ihnen auch noch ein paar solche Zeitreihen bringen, die bis in die Gegenwart gehen, um Ihnen das nicht nur für Gesetzesbeschlüsse zeigen zu können, sondern für alle Arten von Beschlüssen, die im Nationalrat in verschiedenen Phasen gefasst wurden. Und das Muster geht in dieselbe Richtung. Wir haben für 1-2 Monate haben wir einen sehr, sehr hohen Konsensgrad, der aber sehr, sehr schnell abgebaut wird. Und heute in der aktuellen Diskussion, wenn wir Österreich im Umgang mit der Krise mit anderen Staaten vergleichen, wird wiederholt betont, wie politisiert der Umgang der Krise in Österreich im Vergleich mit anderswo ist. Dass es Staaten, das typische Beispiel ist immer Portugal, gibt, die es geschafft haben, Krisenbewältigung nicht den politischen Akteuren zu übergeben, sondern in dem Fall einem Militärgeneral und es damit aus der politischen Arena herauszuhalten. In Österreich hat es eine extrem starke politische Dynamik bekommen, insbesondere als die FPÖ sich angefangen hat, sich dagegen zu positionieren, gegen Impfstrategien etc. und das tatsächlich zu einer Spaltungslinie erhoben hat, das ist unsere Positionierung im politischen Wettbewerb zwischen den Parteien. Ich möchte da schließen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, danke Marcello. Wir haben jetzt aus dem Online-Bereich 3 Fragen und die würde ich gerne vorziehen und dann ans Publikum übergeben. 2 Fragen sind dann an Alexander, ich würde sie gerne zusammenstellen, Alexander. Und eine Frage jetzt direkt an den Marcello. Die erste Frage an den Alexander, ist es denn empirisch tatsächlich nachweisbar, dass sich die Politik an der Wissenschaft ausrichtet? Gab es nicht in Österreich Entscheidungen entgegen den Empfehlungen der Corona-Taskforce? Und scheint hier nicht eher eine unantastbare Legitimation politischen Handelns das Kalkül zu sein? Das ist die erste Frage. Und die zweite vielleicht kurz noch dazu, kommt von der Kollegin Tadei. Ich habe verstanden, dass es schon Erfahrungen mit solchen partizipativen Bürgerinnenräten in der Politik gibt. Was wäre Ihrer Meinung nach anders entschieden worden? Hätte man diese in der Corona-Krise eingesetzt oder würde sie noch einsetzen? Ja, gleich zu, soll ich hier einschalten oder es ist, könnte, ja, ist eh laut genug, gell? Ja, es ist so. Für den Stream. Ja, eigentlich müsste das so funktionieren, okay. Ja, alles klar. Zur zweiten Frage gleich mit der Partizipation. Was ändert sich dadurch konkret an den Entscheidungen? Das ist natürlich schwer zu sagen, weil wir jetzt da wenig Erfahrungen haben in Bezug auf die Corona-Krise. Aber der Punkt, um den es mir geht in erster Linie, ist,
dass politische Entscheidungen transparent begründet werden und dass man sozusagen so einen nachvollziehbaren Deliberationsprozess hat. Und das wird erleichtert, wenn man sozusagen diese Werteebene in Form der Bürgerpartizipation mit einbezieht. Also das ist sozusagen ein prinzipielles Argument, aber eigentlich kein empirisches Argument. Also ich könnte jetzt nicht behaupten, diese oder jene Entscheidung in der Corona-Krise wäre besser gewesen, als sie tatsächlich ausgefallen ist. Der erste Punkt ist im Endeffekt auch eine empirische Frage. Wurde die Taskforce tatsächlich immer gehört oder hat sich die Politik nicht auch dagegen entschieden? Da wäre meine Argumentation ähnlich, nämlich ähnlich prinzipieller Art und nicht empirischer Art, weil ich das einfach nicht weiß, wie oft sich die Politik und in welcher Form gegen die Taskforce tatsächlich gestellt hat. Das Problem ist genau das, dass dieser Prozess eben wenig nachvollziehbar ist. Also man weiß nicht, wer aus welchen Gründen in solche Taskforces berufen wird, auf welche Weise dann Erkenntnisse in die Politik transferiert werden und in welcher Form die dann dort verhandelt werden. Und ich glaube, es geht um die Qualifizierung sozusagen dieser Abwägungsprozesse. Aber es ging mir jetzt nicht um den empirischen Nachweis, den ich gar nicht erbringen kann. Die Politik folgt der Wissenschaft oder sie folgt ihr nicht. Also, dass sie der Wissenschaft folgen muss und immer schon folgt auf eine gewisse Art und Weise, ist ja selbstverständlich, weil sich die Politik genauso wie wir alle selbstverständlich in einem rationalen Weltbild bewegt. Also das ist trivial. Auf der anderen Seite ist es aber nicht trivial, wie weit dann die Politik sozusagen mitgeht und in welcher Form sie mitgeht. Und ich glaube, auf den Aspekt wollte ich scharf stellen. Wunderbar, danke. An den Marcello von Andreas Exenberger die Frage, wie könnte im demokratischen Prozess dafür Sorge getragen werden, dass die Ressourcen der gesamten Bundesregierung verwendet werden, um bessere, das heißt verfassungskonforme Gesetze zu machen? Und da schreibt er dazu in Klammer, ein schlecht ausgestattetes Gesundheitsministerium wird nicht vom gut ausgestatteten Bundeskanzleramt unterstützt. Dazu habe ich keine Lösung, das sage ich Ihnen ehrlich. Ich sage es nur, dass wir auch so, wie wir allgemein gesehen haben, dass es sehr schnell die Krisenbewältigung oder die Art der Krisenbewältigung sehr schnell Thema des politischen Wettbewerbs geworden ist zwischen Regierung und Opposition, war es auch sehr früh erkennbar, dass es auch Wettbewerb innerhalb der Regierung gab. Innerhalb der beiden Regierungsparteien. Denken Sie an die vielen Auftritte von Regierungsministern. Als diese Koalition gebildet wurde, gab es sehr viel Prognose, da werden die Grünen jetzt erdrückt werden von der ÖVP. Das hat sich in der Krise eigentlich nicht so gezeigt, weil wenn Sie an die ganzen Panels denken, Pressekonferenzen denken, da hat sich dann gezeigt, dass die zwei Parteien eigentlich gleichberechtigt aufgetreten sind. Sie hatten zwei Vertreter der einen Seite, zwei Vertreter der anderen Seite oder wenn nur zwei Teams da waren. Sie hatten praktisch kaum Pressekonferenzen, wo nur die einen da standen, aber der zweite Partner nicht. Und das hat eigentlich von der medialen Präsenz den kleinen Partner gestärkt. Kommt dazu eben, dass das zentrale Ministerium zur Krisenbewältigung dem kleinen Partner gehört hat. Gleichzeitig haben Sie schon gesehen, da gibt es Spannungsverhältnisse zwischen dem Bundeskanzler und dem Gesundheitsminister. Wer hat tatsächlich den Lead, wenn es darum geht, neue Maßnahmen zu verkünden, den Zeitpunkt der Verkündung neuer Maßnahmen? Da gab es ein paar Unfälle in der Präsentation der Koalition nach außen, wo man dieses Spannungsverhältnis wahrgenommen hat, dass man sich das gegenseitig ein bisschen neidet, wer ist jetzt der Krisenbewältiger in dieser Situation. Es ist sicher eine Forschungsfrage, warum tatsächlich die Ressourcen, die logistischen Ressourcen, die andere auch gehabt hätten, warum das so sehr sich konzentriert hat aufs Gesundheitsministerium und dass da nicht größere
interministerielle Gruppen gebildet wurden, die diese Verordnungen produziert hätten. Danke. Wolfgang Meixner hat sich gemeldet als Erster. Ja, herzlichen Dank, dass Sie meine Wahrnehmung ein bisschen auch jetzt unterstützen konnten, dass in Österreich diese Krise sehr stark politisiert worden ist. Ich komme aber zu einer anderen These, warum das passiert ist, als Sie es jetzt ausgeführt haben. Vielleicht haben Sie es einfach in der Kürze auch nicht. Ich glaube, dass zwischen Politik und Experten eine Ebene komplett ausgeblendet wurde. Das ist nicht das Militär, ja, das hat man eh bemüht, sondern das ist die Beamtenschaft. Ja. Ein Ministerium besteht ja aus dem Kabinett und aus den Ressorts, also diesen vielen Abteilungen. Und die treten ja eigentlich im Normalbetrieb permanent, das erleben Sie ja auch, permanent mit der Expertinnen, mit der Wissenschaft in Berührung, bilden Gruppen, da werden Meinungen gemacht. Ja, und die müssten ja eigentlich Risikopläne in der Schublade haben. Ja. Wir wissen aber, dass das viel zu wenig war und wir kennen ja auch die Gründe. Ja. Sie haben es ja im Bereich der Logistik genannt. Seit der Schüssel-Haider-Koalition wurde das ausgelagert, ja, in Anwaltskanzleien, die Gesetze erstellt haben, weil man den eigenen Beamten vom Kabinett aus nicht getraut hat, weil die ja politisch anders besetzt waren. Ja, das ist ja eine Debatte, die sich, glaube ich, eben bis heute noch nicht ist. Und daher, glaube ich, wäre spannend zu schauen. Ja, einmal ist ja die Beamtenschaft vorgekommen und wurde abgewatscht, der Herr Auer, ja, da hat man gesehen, die sitzt ja sogar in europäischen Gremien, die verhandelt ja mit, ja, die schlafen ja nicht. Und da sollte man noch genau hinschauen, was ist da wirklich konkret passiert, dass es zu so einer Politisierung gekommen ist, die natürlich auch mit der Wiener Wahl zu tun hat, das muss man, glaube ich, auch noch fairerweise sagen. Und da ist mir eigentlich aufgefallen, dass man Ihren Satz umdrehen könnte oder vielleicht auch muss. Ja, Sie haben gesagt, Corona trifft auf diese Regierung. Man kann aber auch sagen, diese Regierung ist auf Corona getroffen. Und jetzt sage ich nur drei Namen. Das wäre ja möglich gewesen, dass die noch in Regierungsfunktion gewesen wären. Hartinger, Klein, Kickl und Löger. Ja, das waren die Amtsvorgänger, Gesundheitsminister, Innenminister und Finanzminister. Und dann möchte ich mir nicht ausmalen, was wir dann eine Art von Politisierung gehabt hätten, ohne Grünen im Parlament, ja, wenn diese Regierung weitergemacht hätte. Also das zeigt dann schon, wie Sie es auch gesagt haben, dass es ja eigentlich eh gar nicht so dann im Endeffekt, wie man immer behauptet, schlecht gemacht wurde, sondern das hätte in dieser Zuspitzung des Politisierens noch wahrscheinlich viel schlimmer ausarten können. Ja, ich habe immer das gegensätzliche, kontrafaktische Szenario vor Augen, das ich ebenso spannend gefunden hätte. Was wäre passiert, wenn die Regierung Bierlein noch im Amt gewesen wäre und mit dieser Krise konfrontiert worden wäre? Marcella, was wäre dann gewesen, deiner Meinung nach? Weil es schließt ein bisschen an dem an, was da auch der Alexander argumentiert hat. Aber hätten wir dann eine Regierung, die mehr auf Experten hört oder und das politische stärker in den Hintergrund stellt? Vielleicht ja, aber ich glaube, es hätte schon auch in drastische Prozesse auch münden können. Nämlich, ich habe schon darauf verwiesen, dass das Verhältnis von Regierung und Parlament auf einmal ein ganz anderes war. Und jetzt muss eine Regierung sehr unpopuläre Maßnahmen treffen, insbesondere je länger diese Krise dauert. Und die Regierung stützt sich aber nicht auf parlamentarische Kräfte. Ich glaube, es wäre dann, vielleicht hätten wir es dann erlebt, dass eine Beamtenregierung gestürzt wird durch ein Misstrauensvotum. Gleichzeitig ist es ja auch faszinierend, dass es so ein Wohlbehagen gibt beim Blick auf Beamten- oder Expertenregierungen. Also die Zustimmung in Österreich war damals schon sehr hoch und man hat ja immer wieder gehört, ja, die Bierlein, das ist toll, also da wird geräuschlos, wird sozusagen die notwendige Materie abgearbeitet. Und also jetzt ganz abgesehen davon, ich fand das irgendwie auch total sympathisch und irgendwie interessant, aber gleichzeitig stellt sich doch die Frage, warum tun wir uns so leicht mit der Akzeptanz solcher Regierungen? Es kann die Angst sein vor der Politisierung, also quasi vor der Parteipolitisierung, muss man sagen. Und das Zweite ist, dass wir
glaube ich, sehr schnell auf so ein Muster zurückfallen, wo wir uns die Politik als versachlicht oder ideologiefrei wünschen. Sonst wären solche Experimente, also Monti in Italien, also die Expertokratenregierung im Zuge der Finanzkrise, gab es ja auch, also sonst wären die nicht so wohlwollend beobachtet worden. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, wie man sich schon in den 60er und 70er Jahren in den USA diskutiert hat, im Zuge der Diskussion wie Knowledge-Able Society, also Wissensgesellschaft, wo man gesagt hat, naja, die zunehmende Versachlichung der Politik führt dazu, dass es immer weniger Streit gibt und dass der Gesellschaft sozusagen diese alten Zerreißproben erspart bleiben. Und das haben die meisten Sozialwissenschaftler damals positiv gesehen. Die haben das positiv gesehen. Und also Habermas und andere, kam dann der Aufschrei, Technokratie und eigentlich ist das alles böse und so weiter. Aber der Punkt ist, wir so richtig erholt haben wir uns, glaube ich, von der Perspektive noch nicht. Wir glauben, dass man politische Streitfragen sozusagen entschärfen kann, indem man sie in wissenschaftliche Richtigkeitsfragen übersetzt. Und in dem Framing-Prozess oder in diesem Reframing geht natürlich vieles verloren, zum Beispiel das genuin Politische. Und da, glaube ich, muss man auch so ein bisschen aufpassen, wenn wir in Österreich von Politisierung reden, dann meinen wir immer Parteipolitisierung. Und eigentlich meinen wir das immer negativ. Politisierung ist immer negativ, da macht eine Partei. Aber wenn ich von Politisierung rede oder jetzt von Politisierung gesprochen habe, dann meine ich eigentlich was anderes. Dann geht es mir um das Wesen des Politischen. Und das Wesen des Politischen ist ja im Endeffekt, Entscheidungsprozesse zu generieren und auf der Basis von Deliberationsprozessen. Und das heißt, auf der Basis von offen ausgetragenen Interessen und Wertkonflikten, die am Ende des Tages zum einen breite Beteiligung ermöglichen sollen und vor allen Dingen dann auch so etwas wie intelligente Kompromisse möglich machen sollen. Also intelligente Kompromisse, das ist sozusagen das Wesen der Politik, Umgang mit Pluralität. Aber das Wesen des Politischen besteht nicht darin, das Richtige herauszufinden. Und das ist, glaube ich, so diese tiefe Sehnsucht immer, gerade auf Seiten der Wissenschaft. Die Politik soll endlich das Richtige erkennen. Und wenn wir dann so Lichtgestalten wie Bierlein oder Jablona oder so in der Regierung haben, dann haben wir endlich diesen Zustand, den wir eigentlich alle wollen. Und das finde ich eigentlich total problematisch, weil damit unterläuft man eigentlich alles, was Politik ausmacht. Ich hätte eine Frage in diese Richtung. Und zwar, du hast Politik wunderschön definiert als den konstruktiven Umgang mit Pluralität. Finde eine wunderschöne Definition. Und wenn man deinen Essay liest, habe ich es sehr bewundernswert gefunden, dass du zwar aus der Wissenschaft kommst, aber die Wissenschaft, große Demut vor der Wissenschaft einforderst, dass sie sich nicht überhöhen soll über das Politische sozusagen. Wir haben nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen und sollen jetzt auch nicht sozusagen den Anspruch erheben. Wir wissen, wie es geht und ihr müsst uns folgen. Sondern am Ende des Tages ist es immer noch die Politik, die Entscheidungen treffen muss und die können manchmal auch gegen die wissenschaftlichen Fakten sein, aber sie sind Entscheidungen, die konsensual getroffen werden sollen und müssen. Hat es jetzt vielleicht in Österreich, und du hast es schon angedeutet, damit zu tun, dass wir verlernt haben, politisch zu sein und Politik zu sehr Parteien übergeben haben, die daraus eine Schlammschlacht machen und wir uns genau deswegen danach sehen, noch solchen Expertenregierungen sehen und dass uns das jetzt in der Krise eigentlich einholt, dieses Problem. Mhm. Oder ist es zu überspitzt formuliert? Ja, ich glaube, das ist eine schlaue Beobachtung, weil ohne das jetzt belegen zu können, also mir leuchtet der Zusammenhang ein, den du aufmachst und vor allen Dingen, glaube ich, ist auch unstrittig, dass wir sozusagen politisch abgesättigt sind in der Weise, dass wir, wenn eine Materie politisiert wird, immer uns daran stoßen, dass es eigentlich zum Gegenstand wird von strategischen Auseinandersetzungen. Es geht dann immer vordergründig darum, das Parteikalkül durchzusetzen, Machtressourcen zu mobilisieren oder zu maximieren. Also diese Geschichten, also das, was du abkürzend sozusagen Schlammschlacht genannt hast. Und das ist ja genau der Punkt, den erleben wir und dessen sind wir überdrüssig und deswegen tun wir uns so leicht mit diesen Sehnsuchtsvorstellungen nach Rationalisierung der Politik, nach Versachlichung der Politik. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Und das Problem, finde ich,
illustriert sich so schön darin, dass wir, wenn wir von Politisierung sprechen, uns immer schon einig sind, was wir mit Politisierung meinen, nämlich Parteipolitisierung. Und dem stehen wir sozusagen kritisch gegenüber. Aber das ist eigentlich ein Riesenproblem, dass wir uns da so einig sind und dass Politisierung eigentlich so einen schlechten Ruf hat. Gibt es weitere Fragen aus dem Publikum? Sonst würde ich noch Marcello. Marcello, wenn wir auf andere Länder blicken, dann schwingt bei mir oft im Kopf mit dieses die Haltung Österreichs. Der Bundeskanzler hat das ja, der ehemalige Bundeskanzler hat das ja immer wieder ganz abwertend gesagt, dass es gewisse Staaten gibt, die in sich eigentlich nicht mehr funktionsfähig sind. Und jetzt schauen wir uns diese Staaten an, Portugal zum Beispiel, die besser durch die Krise jetzt kommen, vor allem gesundheitlich, wie wir es jetzt tun zum Beispiel. Warum schaffen es gewisse Staaten besser und andere Staaten vielleicht weniger gut durch die Krise? Hat es mit der politischen Kultur zu tun oder hat es vielleicht auch mit der Fähigkeit zu tun, schnelle Entscheidungen zu treffen und den Konsens erst später zu suchen? Oder haben die schon im Vorfeld Konsens gefunden? Was sind da die Ursachen? Schwierige Frage, vielschichtiger Komplex, glaube ich. Und wir haben das ja auch öfters schon diskutiert, dass ich finde in diesem Zusammenhang schon spannend das Verhältnis der Gesellschaft zu ihrer Elite, zu den staatlichen Institutionen. Wenn staatliche Institutionen Vorgaben machen für das Verhalten, die sanktioniert oder nicht sanktioniert sind, dann hat das offensichtlich sehr unterschiedlich funktioniert. Dass sie Staaten haben, wenn sie eine Maskenpflicht vorgeben für die Bevölkerung und die Bevölkerung befolgt das in einem hohen Ausmaß, während sie haben andere Gesellschaften, wo sie das nicht sehen, wo die Befolgung einer Vorgabe, einer staatlichen Vorgabe sehr viel geringer ist und wo sie dann sogar eben die nächsten Schritte setzen müssen, dass sie polizeiliche Überwachung, polizeiliche Zwangsgewalt einsetzen, damit sie die Befolgung solcher Normen haben. Und das ist für mich eine extrem interessante Frage. Man kann dann die Gesellschaft nicht aus ihrer Verantwortung entlassen, dass der Staat versucht, Vorgaben zu geben für das Verhalten und die Gesellschaft hält sich daran oder auch nicht. Und deswegen, es geht, glaube ich, nicht nur um, waren es jetzt die richtigen Maßnahmen oder waren es die besten Maßnahmen, sondern auch vieles davon war, glaube ich, nicht anders zu bewältigen überhaupt, indem man die Verantwortung für die Umsetzung auf die einzelnen Mitglieder der Gesellschaft schiebt, dass sie bestimmte Dinge einhalten oder nicht einhalten und dass die Gesellschaft es dann in eben unterschiedlichem Ausmaß gemacht hat. Ich würde es nicht nur daran festlegen, die einen haben jetzt intelligente Maßnahmen gesetzt seitens des Staates und die anderen weniger intelligente Maßnahmen, sondern das traf dann ja auch auf eine Gesellschaft, die sich daran gehalten hat oder auch nicht. Aber jetzt muss ich sofort nachfragen, bedeutet es auch, dass wir im Prinzip in Österreich mit einer Gesellschaft konfrontiert sind, wo wir jetzt, wenn wir das Thema Impfen anschauen und wir haben jetzt 30% ungefähr, die skeptisch gegenüber dieser Impfung sind, aber sind die wirklich skeptisch gegenüber der Impfung oder sind die mittlerweile einfach skeptisch gegenüber dem Staat und dem politischen System? Und das äußert sich jetzt eben nur gerade an diesem Thema, weil es jetzt irgendwann reicht es gewissen Leuten und die sagen, sie wollen nicht mehr bevormundet werden oder sie können mit diesem System auch nicht mehr. Und es äußert sich jetzt eben zufällig in dieser Krise am Thema Impfen. Oder hat es wirklich... Ohne Daten, ohne Einsicht in die Daten will ich da nicht allzu sehr spekulieren. Ich finde allein das Rationalisieren des Widerstands gegen das Impfen sozusagen über den Weg, ich mag diese Regierung nicht und die sagt mir, ich soll mich impfen lassen und deswegen tue ich es nicht, ist ja irgendwie schon sehr, sehr bemerkenswert, dass man die Abwägung, ob einem was schadet oder nicht, verknüpft mit einer politischen Position zu jenen, die regieren oder nicht, dass das stattfindet, ist für mich schon etwas sehr, sehr Interessantes. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Wir hätten noch Zeit für ein oder maximal zwei Fragen. Bitte, Natascha.
Ja, vielen Dank nochmal zu dem Vergleich auch mit Portugal oder auch Spanien. Ich denke schon, dass es auch wichtig ist zu berücksichtigen, dass ja beide Länder bis Mitte der 70er Jahre letztendlich Militärdiktaturen waren und vielleicht diese deliberativen Prozesse, die wir auch im deutschsprachigen Raum haben, einfach anders zu sehen sind. Und auch der Aspekt der Medien würde mich interessieren, der Öffentlichkeit. Die Frage ist, inwieweit spielen die Medien, das ist eigentlich eine Frage an beide, auch eine große Rolle im Bereich der Akzeptanz von politischen Prozessen, politischen Entscheidungen. Kann man auch gerade, ich hatte es ja auch gestern erwähnt, diese Geschichte, dass wir jeder kann senden und jeder kann empfangen und es läuft ja wahnsinnig viel auch in diesen deliberativen Prozessen über beispielsweise Social Media Inputs in Diskussionssendungen. Stichwort Twitter oder wo immer man das dann auch direkt in diese Diskussion mit eingebunden werden kann. Also gibt es auch gerade in Österreich große Boulevardzeitungen und dergleichen, da die nicht auch extrem Druck, der sozusagen außerhalb dieser klaren, sag ich mal, verständlichen Ebenen der Politik und Politikberatung abläuft, ist nicht diese Bubble letztendlich schon längst, sage ich mal, geplatzt, dadurch, dass viel stärker Druck eigentlich aus Sicht der Bevölkerung schon erfolgt? Oder wie sehen Sie die Einbeziehung der Öffentlichkeit und der Medien und vor allem von Social Media in diesem Bereich? Zu den Medien will ich für die Frühphase etwas machen, weil es mich selber so kritisch irritiert hat. Als die Bundesregierung mit ihren Informationskampagnen begonnen hat, hat man gesehen natürlich der ORF als die wichtigste Informationsplattform in Österreich, wie der diese Anstrengungen übernommen hat. Und was mich sehr früh irritiert hat, ist, wir haben, so wie es unser Bundespräsident in jeder Ansprache sagt in einer Einleitung, liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle, die hier leben. Und zu Beginn hat man nicht gesehen, dass die Informationskampagne auch an die Nicht-Deutschsprachigen gerichtet ist. Das hat eine ordentliche Verzögerung gehabt, bis der Apparat so weit in seiner Kapazität hochgefahren war, dass man angefangen hat, alle Informationen tatsächlich in die diversen Sprachen der in Österreich lebenden Bevölkerung tatsächlich umzusetzen. Und ich glaube nicht, dass bis in die Gegenwart, dass das wirklich so wunderbar funktioniert hat. Aber auch das ist etwas, was man, glaube ich, datenbasiert besser untermauern könnte, Corona-Pendeldaten und solche Sachen. Informationsstand, je nach Migrationsstatus, je nach Kenntnis der deutschen Sprache, je nach Nutzung deutschsprachiger Medien, dass ich glaube, dass manche solche Bubbles der Uninformiertheit schon in migrantischen Communities da sind, weil der Staat es mit seiner Informationsarbeit nicht geschafft hat. Oder glaube ich, das kann man dann die Verantwortung weiterreichen auf die nächste Stufe, weil die Medien es mit ihrer Information nur sich konzentriert haben auf bestimmte Gruppen in der Bevölkerung und nicht auf andere. Also dass wir sehr unterschiedliche Impfraten haben, je nach Herkunftsland, kann man sagen, okay, das sind kulturelle Normen oder religiöse Normen, vielleicht hat es aber auch mit der Informationsarbeit zu tun. Alexander, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, die Medienfrage, die ist natürlich super wichtig. Wir haben das so ein bisschen elegant ausgespart jetzt eigentlich in unseren Beiträgen und können das nur kursorisch jetzt auch nachholen in der Diskussion. Das eine ist die Rolle der sozialen Medien und die wird ja immer stark auch analysiert im Hinblick auf die Verbreitung von Verschwörungstheorien oder anderen mythologischen Denken. Und da gibt es schon belastbare Daten, dass man sagt, ja, also das klar, dieses Filterblasen-Echo-Kammer-Effekte und so weiter, die fragmentierte Öffentlichkeit quasi, die dazu führt, dass sozusagen jeder beliebige Inhalte verbreiten kann, unabhängig von irgendwelchen qualitätsorientierten Gatekeeper. Schranken
das ist erforscht und gleichzeitig ist es wahrscheinlich ein Epiphänomen, weil die größere Sichtbarkeit der Verschwörungstheorien jetzt gerade in der Corona-Krise natürlich noch nicht bedeutet, dass jetzt sozusagen objektiv Verschwörungsdenken zugenommen hat, sondern es kann sich auch wieder um so ein, wie du das im Endeffekt ja in Bezug auf die Politik formuliert hast, das kann ja auch so ein Umwegeffekt sein, dass sich jetzt Leute an Verschwörungstheorien dranhängen, die im Endeffekt sich als staatskritisch oder als Staatsverweigerer sozusagen verstehen und diese Kategorie der Staatsverweigerung oder der Staats, ich glaube Staatsverweigerer, die hat es geschafft inzwischen in die Dossiers auch der Verfassungsschutzdienste. Also in Deutschland hat man quasi dieses Label, so wie Rechtsextremismus, hat man jetzt sozusagen die Staatsverweigerung, da treffen sich quasi alle möglichen Ideologien von den Reichsbürgern über die fundamentalistischen Impfgegner bis zu den Klimawandelleugnern. Aber das, glaube ich, ist ein empirischer Zusammenhang, den es da gibt, den man noch genau untersuchen müsste. Und der zweite Aspekt ist die Rolle der Medien auch in Bezug auf das, wofür ich Werbung gemacht habe, nämlich dieses institutionalisierte Deliberationsgremium, das in Bezug auf die Corona-Krise gefehlt hat. Und in diese Leerstelle sind dann tatsächlich die Medien eingesprungen. Also das kann man wieder am Beispiel Deutschlands nachvollziehen. Da wurden dann unterschiedliche Expertenallianzen aufgebaut und es wurde sozusagen so ein Showdown inszeniert, auf der Grundlage dessen, dass man sozusagen keinen institutionalisierten Weg der geregelten Auseinandersetzung gefunden hat zwischen den unterschiedlichen Experten Meinungen und Expertenfraktionen. Und da wurde dann sehr schnell sozusagen auf der einen Seite Drosten et al. Sozusagen als Pro-Regierungslinie aufgebaut und auf der anderen Seite sozusagen der Streeck. Und dann hat man so Expertenallianzen gehabt, die dann so medial gegeneinander zu Felde gezogen sind. Und das, glaube ich, war ein schlechter Ersatz für das, was man eigentlich hätte organisieren sollen auf der Politikberatungsebene. Also da gibt es, glaube ich, eine Menge Effekte, die man da im medialen Bereich nachgehen könnte. Wunderbar, danke. Danke an die beiden Referenten. Danke auch an die ganzen Fragen aus dem Publikum, online und hier offline. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Pause bis 11 Uhr und dann übernimmt Malte Thiessen die Moderation. Und es erwarten uns zwei spannende Vorträge zur Einsamkeit in der Corona-Krise und zum Populismus in Österreich. Danke.
Dann bin ich beruhigt, wir sind alle da. Sehr gut. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, herzlich willkommen vor allen Dingen zu unserem zweiten Teil des dritten Panels 3.2. Franz hat es eben schon so wunderbar überschrieben, Einsamkeit und Populismus. Heiner sagte gleich, Heiner Fangerau, wäre ein Buch, das er lesen würde. Ich sagte, es wäre sogar ein Film, in den ich gehen würde. Dann dachte Heiner, na, das klingt so nach Jane Austen. Nein, aber Einsamkeit und Populismus, ich glaube, das ist irgendwie eine Spannbreite, die wir hier mit unserem Panel abdecken, die spannende Diskussion und tolle Vorträge verspricht und die, glaube ich, sehr gut an das anknüpft, was wir eben gleich schon wunderbar diskutiert haben. Nochmal herzlichen Dank ans erste Panel für die beiden tollen Vorträge, die sozusagen das auch gerahmt haben, was wir jetzt gleich diskutieren werden. Wir werden nacheinander die beiden Vorträge hören und dann gemeinsam diskutieren. Die Bezugspunkte, glaube ich, wird es da geben, dass sich das gut ineinander anschließt. Und ich werde nur ganz kurz dann eben die Referentinnen und Referenten, mehr haben wir nicht, vorstellen und dann eben gleich die Zeit geben, damit wir für die Vorträge dann das hier gut ausnutzen können. Wir fangen an mit David Schiestel und freue mich, dass du da bist, David. Und wir werden etwas hören über die vielen Gesichter der Einsamkeit in der Corona-Krise. Und David Schiestel ist, glaube ich, wahrscheinlich einer der Kolleginnen und Kollegen hier, der am intensivsten gerade wirklich mitten in der Arbeit ist, in dem spannenden Projekt, als Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftssoziologie an der Universität Wien, in dem Projekt, was auch schon genannt wurde, und in dem Austrian Corona Panel Project. Also wir sind total gespannt, was da gerade mitten sozusagen in Echtzeit erhoben wird und wie du das auswertest. Und wir freuen uns auf den Vortrag zu den vielen Gesichtern der Einsamkeit in der Corona-Krise. David, the floor is open. So, ja, vielen Dank. Danke. Schauen wir mal, das hier ist super, wunderbar. Also, danke, dass Sie alle hier sind und sich auch interessieren für eines meiner Herzensthemen, nämlich die Einsamkeit in der Corona-Krise. Vielleicht zunächst ganz kurz zu unserem Projekt. Das Austrian Corona Panel Project ist eine regelmäßig durchgeführte Online-Umfrage mit 1500 und mehr Teilnehmern und Teilnehmerinnen pro Welle. Diese Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden nach sozialdemografischen Charakteristika repräsentativ für Österreich ausgewählt. Und genau, nachdem es aber eine Online-Umfrage ist, muss man vielleicht einschränkend dazu sagen, dass hier nur die internetaffine Bevölkerung erreicht werden konnte, was insbesondere bei den Älteren vielleicht etwas problematisch sein könnte. Wir versuchen das aber durch Gewichtung auszugleichen. Wir haben bisher 25 Wellen durchgeführt, sind seit März 2020 im Feld. Und anfangs war unser Rhythmus wöchentlich, inzwischen sind wir bei monatlich angelangt. Wir untersuchen gesundheitliche, ökonomische und vor allem auch soziale Aspekte in der Pandemie. Dann steigen wir vielleicht einfach direkt ein. Die Einsamkeit, wie hat sie sich entwickelt im Verlauf der Pandemie? Wir sehen an dieser Grafik ziemlich gut, dass zum Glück immer eine deutliche Mehrheit der Befragten sich niemals einsam gefühlt hat. Es gibt aber auch eine größere Gruppe, die sich an manchen Tagen oder sogar noch öfter einsam fühlt. Was man in dieser Grafik, finde ich, auch sehr gut erkennen kann, sind die Effekte von Lockdowns oder Maßnahmen, Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben und umgekehrt natürlich auch die Effekte der Entschärfungen der pandemischen Lage und hier vor allem im Sommer höhere Werte von Personen, die sich niemals einsam gefühlt haben. Als nächstes möchte ich Ihnen ein paar gesellschaftliche Gruppen näher bringen und wie sich die Einsamkeit in diesen Gruppen verhält. Okay, danke. Zunächst mal kurz einen Blick aufs Alter. Wir sehen hier, das wurde auch gestern im Vortrag von Herrn Exenberger schon kurz angesprochen, dass vor allem junge Leute sich besonders oft einsam fühlen und Ältere dementsprechend etwas seltener. Dieser Zusammenhang ist über die gesamte Pandemie signifikant und ja, wurde auch in den Medien ja schon breit exerziert, wie sich die Jungen zurücknehmen mussten. Auch das Geschlecht ist ein sehr interessanter Faktor, wenn man die Einsamkeit betrachtet. Dieser Zusammenhang ist nicht in allen Wellen signifikant, vor allem im Sommer verschwimmen die Grenzen sozusagen zwischen den Geschlechtern. Aber in den Wintermonaten, also auch während der Lockdowns, zeigt sich hier ziemlich deutlich, dass Frauen stärker von Einsamkeit betroffen sind als Männer.
Der nächste Punkt ist der Migrationshintergrund, den ich hier kurz besprechen möchte. Auch dieser Zusammenhang ist nicht in allen Welten signifikant. Interessanterweise ist es hier aber umgekehrt, wie jetzt zum Beispiel beim Geschlecht, gerade in den Sommermonaten, als sich viele Leute ja weniger einsam fühlten, sind Leute mit Migrationshintergrund signifikant stärker betroffen als Menschen ohne. Migrationshintergrund ist hier übrigens definiert, als beide Eltern wurden im Ausland geboren. Das ist auch die Definition, die von der Statistik Austria angewandt wird. Ein weiterer Punkt, der auch in den Medien sehr häufig kommuniziert wurde, gerade am Anfang der Pandemie, ist die Situation von allein lebenden Menschen. Diese haben sich auch über den gesamten Verlauf der Corona-Krise signifikant häufiger einsam gefühlt als Menschen, die mit anderen im Haushalt leben, ist soweit wahrscheinlich auch nicht verwunderlich. Als nächstes möchte ich Ihnen zeigen, wie die Situation von Menschen ist, die mit älteren Angehörigen im Haushalt wohnen. Auch die haben sich über den gesamten Verlauf der Pandemie signifikant häufiger einsam gefühlt als Menschen ohne ältere Angehörige im Haushalt. Hier spielt sicher einerseits die Pflege mit privater Krankenpflege oder Alterspflege und andererseits aber auch der Wunsch, wahrscheinlich diese ja oft Risikogruppen, ältere Personen, wir wissen es ja noch, zu schützen und deshalb die eigenen Kontakte noch stärker einzuschränken, als das vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Auch bei den Alleinerziehenden sehen wir, dass sie sich häufiger einsam fühlten als Nicht-Alleinerziehende. Hier in diese Berechnung wurden nur Personen mit einbezogen, die mit Kindern im Haushalt leben, also der Rest ist hier ausgespart. Dieser Zusammenhang ist auch nicht in allen Welten signifikant. Hier sehen wir wieder, dass im Sommer, vor allem im Sommer 2020, die Grenzen etwas verschwimmen. Aber während der Lockdowns und während der Phasen, in denen die Pandemie stärker zutage trat, ist dieser Unterschied sehr, sehr deutlich. Der nächste Punkt wurde ja auch schon gestern in einem Vortrag angesprochen, und zwar ist das die Erwerbssituation. Wir sehen sehr deutlich, dass vor allem arbeitslose Personen signifikant häufiger von Einsamkeit betroffen sind als andere Gruppen, und das spiegelt sich natürlich auch im Haushaltseinkommen wider. Wir sehen hier in der rechten Grafik, dass Menschen mit niedrigem Haushaltseinkommen sich besonders oft einsam gefühlt haben. Dann kommen wir zu einem sehr interessanten Punkt, nämlich dem Umgang mit der Krise. Wie schaffen es die Leute, mit dieser außergewöhnlichen Situation umzugehen? Und auch hier sehen wir massive Unterschiede, eigentlich mit allen abgefragten Coping-Strategien. Wir haben hier einen Fragebogen eingefügt in unser Projekt, in unsere Befragung. Der Brief-Cope-Fragebogen ist das, der in der Sozialpsychologie häufig verwendet wird. Genau. Und ich möchte hier drei Aspekte ganz besonders herausstreichen. Das sind drei Coping-Strategien, bei denen sich sehr große Zusammenhänge gezeigt haben. Nämlich erstens die positive Umdeutung. Hier wird der Zusammenhang kontinuierlich etwas stärker. Das nächste ist der Humor, also wie sehr schaffen es die Befragten, diese ganze Situation mit Humor zu nehmen. Hier sehen wir auch sehr starke Unterschiede. Und überall ist es eigentlich so, dass Einsame sich schlechter mit der Krise zurechtkommen und auch weniger gut damit umgehen können. Was sich eben auch in der dritten Grafik, die hier abgebildet ist, zeigt, nämlich der Akzeptanz der Situation. Was vielleicht noch ganz interessant ist, es gibt auch weitere Coping-Strategien, wo sich größere Zusammenhänge gezeigt haben. Das ist einmal die instrumentelle Unterstützung, also sich aktiv um Hilfe und Rat bemühen, und das andere ist die Verleugnung. Hier sind Einsame sehr viel stärker engagiert in der Verleugnung als Menschen, die nicht einsam sind. Ups. So. Ein weiterer sehr spannender Punkt ist die Gefahrenwahrnehmung. Allgemein lässt sich sagen, dass die Gefahren, die auf die Befragten persönlich bezogen sind, sehr viel relevanter für das Einsamkeitsempfinden sind als Gefahren, die die Befragten für die allgemeine Bevölkerung sehen. Ich möchte hier deshalb auf die persönlichen Gefahren eingehen und Ihnen zwei Aspekte zeigen, nämlich einmal die wirtschaftliche Gefahr und einmal die gesundheitliche Gefahr, die wahrgenommen wird. Bei der wirtschaftlichen Gefahr sehen wir hier auch wieder, dass Einsame sehr viel stärker diese Gefahr wahrnehmen.
was natürlich auch wieder mit der Einkommenssituation und allgemein dem Erwerbsstatus zu tun hat. Aber auch bei der gesundheitlichen Gefahr sehen wir starke Unterschiede. Diese waren am Anfang noch nicht statistisch signifikant, also hier verschwimmen die Grenzen wieder etwas, aber seit Mai 2020 sind diese Unterschiede sehr, sehr deutlich. Auch hier sind Einsame, sehen diese gesundheitliche Gefahr stärker, was natürlich auch eine Erklärung dafür sein könnte, warum sie sich einsam fühlen, aber dazu später noch mehr. Genau. Stärkere Einsamkeit geht ganz allgemein auch mit intensiverer Wahrnehmung sozialer Normen einher. Wir haben hier induktive und deskriptive Normen abgefragt. Induktive Normen, vielleicht kurz zur Erklärung, betreffen die Meinung anderer Personen und deskriptive Normen betreffen das wahrgenommene Verhalten anderer Personen. Ich möchte Ihnen hier auch wieder drei Aspekte präsentieren. Das erste ist die induktive Norm zu Hause bleiben, also hier wurde gefragt, andere Leute denken, alle sollten zu Hause bleiben, außer für das Notwendigste. Und hier sehen wir, dass vor allem in den Sommermonaten, wo also die allgemeine Normenwahrnehmung ziemlich stark gesunken ist, gerade bei den einsamen Personen diese Normenwahrnehmung auf relativ hohem Niveau blieb. Dasselbe zeigt sich bei der deskriptiven Norm zu Hause bleiben, also besonders einsame Personen dachten auch, dass andere Menschen besonders oft zu Hause bleiben. Und das dritte ist dann noch die induktive Norm zu Abstand halten. Also ich halte immer Abstand zu anderen Personen oder in diesem Fall eben andere Personen denken, man sollte immer Abstand halten. Auch hier sehen wir dasselbe Bild, nämlich im Sommer, als bei den meisten Personen die Wahrnehmung dieser Norm massiv nach unten ging, ist sie bei einsamen Personen auf relativ hohem Niveau verblieben. Das führt jetzt zu einer Frage, die man sich da vielleicht stellen könnte, nämlich sind Menschen jetzt also einsamer, weil sie diese Normen stärker wahrnehmen oder werden Normen stärker wahrgenommen, weil sie einsamer sind? Darauf werden wir später nochmal kurz zu sprechen kommen. Okay, was sich hier vielleicht auch noch sagen lässt, diese induktiven und deskriptiven Normen zur Impfung sind bei Einsamen geringer. Das heißt, sie nehmen seltener wahr, dass andere denken, man sollte sich impfen lassen. Und sie nehmen auch seltener wahr, dass das andere sich tatsächlich impfen lassen. Es gibt allerdings keinen Unterschied bei der eigenen Impfbereitschaft. Allerdings ist das Umfeld von Einsamen etwas seltener geimpft. Das führt uns auch schon zum präventiven Verhalten. Auch hier wurden dieselben Items quasi umgelegt wie bei den Normen, das ist einmal Abstand halten, einmal zu Hause bleiben, einmal Maske tragen und das vierte war, glaube ich, ja genau, Verletzungen vermeiden. Hier sieht man, dass einsame Personen über den gesamten Verlauf der Pandemie sehr viel seltener Abstand gehalten haben als weniger einsame Personen. Das ist irgendwie vielleicht auch verständlich, man möchte sich dann doch irgendwie näher kommen, wenn man sich eh schon so einsam fühlt. Und was auch sehr interessant ist, dass besonders einsame Personen ihr Verhalten ganz stark vom Verhalten anderer abhängig gemacht haben. Hier wurde die Zustimmung abgefragt zur Aussage, solange andere ihr Verhalten nicht ändern, muss sich mein Verhalten in der Corona-Krise auch nicht ändern. Und wir sehen hier sehr deutlich, dass die Werte von einsamen Personen sehr viel höher liegen. Genau. Was vielleicht auch noch interessant ist, dass Einsame sich öfter testen lassen. Und ich möchte Ihnen hier noch kurz vorstellen, die Ergebnisse einer ersten explorativen Panel-Regression mit Individual Fixed Effects. Das bedeutet, mit diesem Modell kann man die unveränderlichen Charakteristika in einer Person konstant halten und sich ansehen, wie verändern sich die Dinge quasi innerhalb einer Person über den Verlauf der Pandemie. Und was hier sehr klar zutage kommt, ist, dass ich muss vielleicht anders anfangen. Wir haben ja zuvor die Frage gestellt, werden Menschen einsamer, wenn sie Normen stärker wahrnehmen oder umgekehrt? Und die Ergebnisse dieser Regression zeigen, dass es eine vielleicht auch zu erwartende Dreiecksbeziehung mit Verhalten gibt, weil ganz besonders hohe soziale Normen wahrnimmt und sich auch maßnahmenkonform unter Anführungszeichen verhält, ist im Schnitt weniger einsam und ebenso ist es auch bei gesundheitlichen Gefahrenwahrnehmungen. Umgekehrt heißt das aber auch,
wer stärkere soziale Normen wahrnimmt, ohne sich konform und Anführungszeichen zu verhalten, ist im Schnitt einsamer. Das Ganze ist also ein Hinweis vielleicht auf das Regulativ der Peer Group oder, wenn man es böse ausdrücken möchte, der sozialen Kontrolle. Das Umfeld bestimmt die Einsamkeitsempfindungen mit, wobei sich dieser Zusammenhang natürlich auch über die Zeit verändert, zum Beispiel bei Lockdowns, aber das würde wahrscheinlich zu weit führen. Okay, und damit bin ich auch schon ziemlich am Ende angelangt. Hier möchte ich Ihnen noch ganz kurz zeigen, dass einsame Leute auch bedeutend schlechter schlafen, vielleicht auch nicht sehr verwunderlich, und dass Menschen, die ganz besonders stark an Verschwörungsmythen glauben, sich auch signifikant einsamer fühlen als andere. Das ist vielleicht eine gute Überleitung zum nächsten Vortrag, wo es um Populismus geht. Und ich möchte Sie noch einladen, unsere Projekt-Homepage zu besuchen und sich vielleicht auch die Daten runterzuladen und selbst mal durchzuwühlen. Die sind öffentlich zugänglich. Vielen Dank. Und auch schon mit einer eleganten Überleitung tatsächlich zum nächsten Referenten, zu Reinhard Heinisch. Auch nur ganz kurz, Reinhard, sofort, da musst du sofort loslegen. Nur ganz kurz, Reinhard Heinisch ist Professor für österreichische Politik in vergleichender europäischer Perspektive an der Universität Salzburg und gleichzeitig Leiter des Fachbereichs Politik, Wissenschaft und Soziologie, deshalb gerade momentan den Semesteranfang wahrscheinlich nicht mit Langeweile gesegnet, wie er eben schon gesagt hat, und wird, vielen Dank David, dir schon für die elegante Überleitung, jetzt über Populismus sprechen. Populismus und Pandemie in Österreich, Ergebnisse auch eines Umfrageexperiments, und wir sind gespannt. Danke, dass du da bist. Dankeschön. Zunächst, ich hatte gehofft, dass der Laptop da stehen wird. Ich muss mich jetzt immer umdrehen, weil ich das hinter mir dann habe, die PowerPoint. Also zunächst mal vielen Dank an die Veranstalter, die Universität Innsbruck. Auch danke an die Einladung. Und ich fange auch gleich mit einer Entschuldigung an. Es ist eher technisch und eher dicht ist. Werde mich bemühen, aber das doch in der Zeit zu bleiben. Die Frage, mit der die Forschung, ich mache schon seit längerem empirische Populismusforschung, vergleichende, und im Rahmen eines Horizon 2020 Projektes ist eben dann die Pandemie passiert, und da haben wir innerhalb des Projektes dann die Idee gehabt, die unsere Forschungsrichtung ein bisschen zu adaptieren und sich speziell mit Verschwörungstheorien und mit der Frage Populismus und Pandemie zu beschäftigen. Und in dem Zuge konnte ich in Österreich eine Umfrage finanzieren und ein Umfrageexperiment, wo wir uns ganz speziell mit der Verbindung oder der Beziehung von Populismus und der Pandemie beschäftigen. Wir haben kein Panel zur Verfügung, also die Wiener Corona-Studie, das Wiener Corona-Panel ist natürlich so die High Watermark, also so wirklich ein Leuchtturmprojekt international und natürlich für Österreich. Wir haben hier eine einzelne Umfrage gemacht, werde dazu noch ein bisschen was sagen, konnten uns aber hier sehr speziell mit der Populismusbatterie beschäftigen. Die Präsentation bezieht sich auf mehrere Forschungsarbeiten, die präsentiert wurden, die in Publikation sind, und es fasst so einige dieser Punkte zusammen. Vielleicht so die Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist einerseits, wie, verzeihen Sie auch, dass die Folien auf Englisch sind, das ist die Natur der Forschung, eben auf Englisch ist, und daher sind sie halt einheitlich auf Englisch, aber ich werde das versuchen dann entsprechend darzustellen. Eine Frage, mit der wir uns beschäftigen, ist, ob Menschen mit populistischen Einstellungen sich signifikant stärker betroffen fühlen von der Pandemie. Und die zweite Frage ist dann, okay, wenn sich diese Leute stärker betroffen fühlen, welche Auswirkungen hat das auf die Corona-Maßnahmen, wie diese Personen Corona-Maßnahmen oder Anti-Corona-Maßnahmen einschätzen? Das ist so im Prinzip die beiden Forschungsfragen. Vielleicht ganz kurz zum Thema Populismus, ein so kleiner Exkurs. Der Begriff Populismus ist relativ komplex und lange Zeit, glaube ich, hat jeder Populismusforscher einen Vortrag begonnen mit dem Satz, dass Populismus ein schwer zu definierendes Konzept ist. Inzwischen hat sich das etwas gebessert und es gibt doch eine Konvergenz, sowohl was Daten betrifft, wie auch Definitionen, vor allem in der politikwissenschaftlichen Forschung. Und man muss aber, glaube ich, immer wieder festhalten, dass der Alltagsbegriff oder ein Begriff, wie er in den Medien vorkommt, von Populismus
wo unter Populismus wo als eine stilistische, eine Frage des politischen Stils ist oder wo Populismus als Diskurs verstanden wird, also wo mit sehr plakativer, sehr einfacher, sehr emotiver Sprache versucht wird, Aufmerksamkeit zu erregen oder man versucht als Politiker sich mit dem sehr volksnahe Volksverbunden zu geben. Das ist nicht das, was wir unter Populismus verstehen in der empirischen Populismusforschung, denn der populistische Stil ist so alt wie die Demokratie selbst. Der ideologische Populismus ist eindeutig neueren Datums. Also Sie sehen hier zum Beispiel drei Bilder, Populismus als Stil von Parteien oder Politikern, die nicht unbedingt als populistisch angesehen werden oder die eher populistisch im Stil apostrophiert sind. In dem Populismus, mit dem ich mich beschäftige oder der in der Politikwissenschaft sehr zentral ist, das ist der Populismus als Ideologie oder als Ideensystem, um das ein bisschen einfacher zu erklären. Und wie erkennt man den quasi? Denn dann kennt man im Prinzip, da gibt es Indikatoren, über die es auch relativ viel schon Konvergenz gibt in der Wissenschaft, wie man das erkennt. Und in der Regel besteht der ideologische Populismusbegriff, geht von einem abstrakten, homogenen Volk aus, ein Volk ohne Klassendifferenzen, ohne Interessensunterschiede. Das Volk ist gut und diesem guten Volk steht eine ebenso abstrakte, nicht näher definierte, korrupte, an sich selbst interessierte Elite gegenüber, die ambivalent und austauschbar ist, und populistische Einstellungen zeichnen sich auch durch eine Art binäres Weltbild aus. Wir nennen es auch ein manichäisches Weltbild. Es gibt keinen Kompromiss, die Welt ist schwarz-weiß es ist eben tendiert in beiden Extremen. Und wenn wir also von populistischen Einstellungen sprechen, dann meinen wir eben politische Akteure oder Personen, Manifestos, Programme, Reden, die eben diese Charakteristika in einer signifikanten Häufigkeit beinhalten. Das kann man einerseits, wenn wir können also reden und von Politikern analysieren, wir können Programme analysieren, das ist angebotsseitige Dimension, kann man identifizieren, wie populistisch die sind, da gibt es auch Datensätze dazu, alle europäischen Parteien sind entsprechend durchforstet, und auf der anderen Seite kann man natürlich auch Einstellungen abfragen von Personen. Und da gibt es dann auch eben Diskussionen, ob das dann, wenn Leute diese drei Aspekte sehr extrem aufweisen, dann sind sie populistisch. Oder es gibt andere, die sagen, Populismus ist eine binäre Kategorie, sie sind oder man ist nicht populistisch. In jedem Fall gibt es empirische Möglichkeiten, über Indikatoren diese Einstellungen festzustellen. Gut, gehen wir zurück zum Thema. Jetzt ist die Frage, gehen wir davon aus, wie hätten Populismus jetzt definiert, und glauben Sie mir das mal, und dann ist die Frage, wie verbindet sich das nun mit der Pandemie? Und da gibt es in der Literatur verschiedene Möglichkeiten. Das ist ja ein neues Phänomen, und die Literatur, die Theorie ist dann natürlich noch nicht ganz sich mit sich im Einen, da gibt es unterschiedliche Erklärungsmodelle. Die einen sagen natürlich, naja, Populismus, das sind ja Leute, die die Pandemie nicht sonderlich ernst nehmen, wird unterschätzt, und daher dürften sich Populisten oder Menschen mit populistischen Einstellungen nicht sonderlich betroffen fühlen. Andere sagen wiederum, das ist anders. Wir sehen ja, gerade wenn wir die Forschung zu populistischen Politikern und Parteien zeigt uns, dass eigentlich hier viele Populisten ja von einer Elitenkritik ausgehen. Mediziner, medizinische Experten, Epidemiologen im Fernsehen sind ja die Eliten, und diese Eliten sagen quasi den Politikern der Politik, was zu tun sei. Also haben wir quasi eine Situation, wo Eliten dem Volk erklären, wie sie zu leben haben, wie sie sich zu verhalten haben, ob man auf die Straße gehen darf oder nicht. Also aus dieser Sicht müssten Populisten extrem kritisch diese Entwicklung sein, also eine Kritik gegenüber einer Gesundheitsdiktatur. Wenn ich den Gouverneur zum Beispiel des Staates Florida, Rick Santis, mal zitieren darf, ein Trumpianer der ersten Stunde, der hat vor kurzem die Regierung Biden als Biomedical Security State bezeichnet. Also das zeigt Ihnen, wie die Gesundheitsmaßnahmen aus populistischer Sicht auch gesehen werden können. Und da können wir uns vorstellen, das ist durchaus etwas, was auch viele
Wähler und Wählerinnen oder viele Anhänger populistischer Parteien denken. Und man kann sich aber auch vorstellen, es kann so sein, dass sich Populisten zum Beispiel oder Menschen mit diesen Einstellungen das Ganze nicht nur nicht ernst nehmen, sondern sich besonders betroffen fühlen, weil diese Menschen zeichnen sich ja aus, dass sie divergieren vom Rest der Gesellschaft, dass sie mit den politischen Maßnahmen nicht übereinstimmen, dass sie kein Vertrauen haben in die Politik, kein Vertrauen in die Ärzte haben, aber natürlich dennoch von Corona oder den Effekten von Corona betroffen sind. Und in dieser Situation des Alleingelassenseins, des fehlenden Vertrauens, sich dann besonders betroffen fühlen. Und das war dann auch die Hypothese, die wir dann versucht haben zu testen. Also die Idee ist quasi in der Hypothese, dass Menschen mit populistischen Einstellungen besonders betroffen sind. Und wir haben das dann gemessen wir haben zwei Messungen, Indikatoren in unserer Umfrage. Einerseits war es die gesundheitliche Betroffenheit, also fühlten sich gesundheitlich betroffen in der Pandemie. Und die andere Frage nach der wirtschaftlichen Betroffenheit. Und dann haben wir natürlich auch noch andere Faktoren abgefragt, ob man die Opposition unterstützt oder ob man die Regierung unterstützt, Ideologie, links, rechts, demografische Charakteristiken, Parteipräferenzen und so weiter. Und dann haben wir im September vor einem Jahr eine repräsentative Umfrage, die wir entwickelt haben, die vom Market Institute für uns durchgeführt wird, österreichweit, wo wir dann eben die Populismusbatterie, also das sind die Fragen, die wir zur Populismusmessung gefragt haben und dann auch Fragen zur Betroffenheit, wo man dann eben auf einer Skala von 0 bis 10 dann anzeigen konnte, wie sehr man sich betroffen fühlte oder wie sehr man dieser Frage zustimmte. Könnte über das alles mehr sagen, warum diese Fragen und nicht andere Fragen, aber das ist jetzt der Zeit geschuldet, dass ich auf das nicht näher eingehe. Vielleicht zum ersten Ergebnis, und was uns einmal sehr erstaunt hat, ist, dass die Betroffenheit so hoch war. Sie müssen sich ja vorstellen, dass September vor einem Jahr war nach einem relativ entspannten Sommer, nach einem relativ entspannten ersten Welle, wo das Land gut über diese Zeit gekommen ist. Es war noch vor der Impfdiskussion, vor der zweiten Welle im Herbst. Also hätte man davon annehmen können, dass das alles im Rückspiegel war, die Leute relativ, froh waren, das alles ganz gut überstanden zu haben und eigentlich die Betroffenheit hätte gering sein sollen. Und vor allem hätten wir gedacht, die wirtschaftliche Betroffenheit ist natürlich deutlich höher, aber die gesundheitliche Betroffenheit sollte nicht so hoch sein. Selbst wenn die Dunkelziffern viel höher waren, waren ja relativ wenige Leute krank auf die Gesamtbevölkerung bezogen und auch nicht jeder hatte eine Operation, die verschoben wurde und so weiter. Und dennoch sehen wir, dass also quasi zwischen 75% und 80% der Leute in ihrer Form betroffen waren und dass die gesundheitliche und die wirtschaftliche Betroffenheit nicht so weit auseinanderlagen, wie wir dachten. Wenn wir uns das dann einmal runterbrechen auf Parteien, dann sehen wir hier bei diesen Balkendiagrammen immer den Balken auf der linken Seite von Ihnen, das ist Nichtbetroffenheit, und der Balken auf der rechten Seite ist die Betroffenheit. Dann sehen wir, dass bei den meisten Parteien der Balken der Betroffenheit, dieser Ziegel, deutlich niedriger ist als der Balken der Nichtbetroffenen. Also die Betroffenheit ist niedriger als Nichtbetroffener. Wir sehen aber zwei Ausnahmen, wo das anders ist, und das sind Nichtwähler und die FPÖ. Ein bisschen auch sehen wir das bei NEOS. Nur ist die Gruppe bei NEOS viel kleiner, also es ist eine relativ kleine, also das Sample dort sehr klein. Und natürlich ist etwas interessant, Nichtwähler und FPÖ-Wähler sind natürlich dann Personen, von denen wir annehmen würden, dass sie relativ vom System entfremd sind, eher ein Protestverhalten und sich dort auch eher populistische Einstellungen befinden. Natürlich können wir das einfach nicht so einfach behaupten, aber es fällt auf, dass diese beiden Gruppen deutlich anders sind als die anderen Parteien. Das kann man dann auch nochmal testen. Auf die Frage des Gesundheitseffekts, auch hier sehen wir, dass Sie haben entlang der Y-Achse die Wahrscheinlichkeit, dass Sie gesundheitlich betroffen sind. Dann sehen Sie, dass bei Nichtwählern dass der Mittelwert ungefähr zwischen 40% und 50% liegt. Das ist halt dann der gesamte Bereich, die Streuung liegt zwischen 40% und 50%. Und bei FPÖ-Wählern ist die Streuung etwas größer, aber dennoch liegt das in beiden Gruppen deutlich über den anderen Parteien. Wo andere steht, sind einfach relativ wenige in dieser Kategorie. Dadurch ist auch die Streuung relativ groß. Ja, das Vertrauensintervall ist sehr groß.
Aber das war ein interessantes Ergebnis, dass die beiden sich doch deutlich anders funktionieren. Dann haben wir uns zum Beispiel auch einen anderen Faktor noch angesehen hier, das ist auch ein eigener Forschungsstrang, wo wir die Leute gefragt haben, ob sie mit dem Geld auskommen oder wie sehr sie mit den Ressourcen auskommen und haben dann versucht zu sehen, wie weit das einen Einfluss darauf hat, wie sie sich betroffen fühlen. Und das Interessante ist, dass die objektive ökonomische Faktor, also Einkommen, das ja auch gemessen wurde, keinen Effekt hat. Zumindest nicht in unserer Umfrage, aber dass das subjektive Auskommen sehr wohl einen wichtigen Effekt hatte. Und zwar egal, es gibt natürlich hier wohlhabendere Leute, die glauben, sie kommen nicht aus, und es gibt weniger Wohlhabende, die glauben, sie kommen aus. Also das ist rein eine subjektive Einstellung, aber es ist wieder mal ein subjektiver Faktor, der eine wichtige Rolle hat auf das Betroffenheitsgefühl in der Pandemie. Und da sehen Sie, dass zum Beispiel bei der gesundheitlichen Betroffenheit Leute mit, die sagen, dass sie nicht auskommen, das ist die linke Grafik, also wo Nein dann steht, da sehen wir, dass die Wahrscheinlichkeit, betroffen zu sein, zwischen 40% und 50% dort liegt. Bei der ökonomischen Betroffenheit ist es natürlich größer, das würde man auch vermuten, dass jemand glaubt, dass er mit dem Geld nicht auskommt, sich dann auch noch wirtschaftlich betroffener fühlt. Aber dass es auch bei der gesundheitlichen Betroffenheit doch ein Faktor ist interessant oder war sehr interessant für uns. Nun, vielleicht zur Antwort auf die erste Frage, inwieweit Populismus erklären kann, inwieweit im Populismus es erklärt, dass sich Menschen betroffen fühlen. Und das haben wir auch in eine Regression gerechnet. Also eine Regression erlaubt es uns, die Effekte zu berechnen, die Faktoren haben auf eine abhängige Variable. Und die Regression hat auch den Vorteil, dass ich gleichzeitig kontrollieren kann für andere Faktoren, also quasi die Nettoeffekte ausrechnen kann. Und da sehen wir zum Beispiel ganz oben, also am linken Rand haben Sie die Liste der untersuchten Einflussfaktoren, Variablen, und dass hier Populismus einen signifikanten Einfluss hat. Diese Nulllinie in der Mitte ist quasi die Linie, die uns anzeigt, wenn es keinen Effekt gibt, und je weiter Sie von dieser Nulllinie in eine oder in die andere Richtung abweichen, desto stärker ist dieser Effekt. In die eine Richtung ist es ein positiver Effekt, in das andere ist es ein negativer oder ein inverser Effekt. Und da sehen wir, dass Populismus hier einen Effekt hat. Sie sehen dort drei Linien, wie wir das auf drei Arten gerechnet haben oder drei Modelle gerechnet haben. Wir sehen autoritäre Einstellungen, die das Gefühl, mit dem Einkommen nicht auszukommen, und populistische Einstellungen sind die drei Faktoren, die signifikante Effekte haben in unserer Studie auf das Gefühl, gesundheitlich betroffen zu sein. Wir sehen ein sehr ähnliches Bild, wenn wir uns die wirtschaftliche Betroffenheit ansehen. Ich will Sie jetzt mit dem Modell nicht länger konfrontieren. Vielleicht wird das hier so zusammenfassen, dass also diese drei Einstellungen im Prinzip interessanterweise diese Rolle in der Einschätzung der Gesundheit, der eigenen Gesundheit spielen. Und für uns ist einfach die Tatsache, dass diese ideologische Einstellung so eng zusammenhängt mit dem Gefühl, gesundheitlich betroffen zu sein, wo man ja meinen würde, das ist ein physiologischer Vorgang oder ein psychologischer Vorgang, aber das hat man oder spürt man, ist eigentlich unabhängig von meinen politischen Überzeugungen oder von meiner Weltanschauung. Also dass da diese Verbindung besteht, war für uns relativ interessant. Dann kurz zum zweiten Teil, eben die Einschätzung der Maßnahmen, der Corona-Maßnahmen. Und da standen für uns zwei Dinge im Vordergrund. Wir fokussieren uns hier auf die Populisten, wir haben das generell uns für die Bevölkerung, verschiedene Parteigänger auch angesehen. Und da geht es darum, wie entscheiden sich Menschen zwischen unterschiedlichen Zielkonflikten, Trade-offs im Englischen. Auf der einen Seite natürlich sollen Maßnahmen effektiv sein, und auf der anderen Seite geht es darum, rechtsstaatliche Prinzipien hochzuhalten. Und was ist, wenn die da im Widerspruch sind? Die berühmte Aussage von Kurz, also wie so ungefähr paraphrasiere jetzt, rechtsstaatliche Spitzfindigkeiten sind nicht so wichtig, wenn es darum geht, effektive Maßnahmen zu setzen. Man könnte das vielleicht dann hier auch anführen. Und das war für uns interessant. Und bei den Populisten war für uns zusätzlich interessant, es gibt eine Literatur, die zeigt, dass Populisten dazu neigen, autoritäre Lösungen anzustreben. Auf der anderen Seite sind Populisten aber auch anti-obrigkeitsorientiert oder anti-elitenorientiert. Auch da gibt es einen Spannungsbogen, und für uns war wichtig, na, wo kommen die jetzt, was ist es jetzt von diesen beiden?
Und da haben wir eine Umfrage, also das ist unsere Hypothese im Prinzip. Die Hypothese ist, dass populistische Einstellungen einen signifikanten Effekt darauf haben, auf meine Maßnahmenpräferenz. Also das populistische Einstellungen modulieren diese Präferenzen. Und dann haben wir noch zusätzlich getestet, Maßnahmen, die Individuen direkt treffen, werden besonders abgelehnt. Also wir gehen davon aus, Populisten lehnen diese Maßnahmen ab und Maßnahmen, die jeden Einzelnen treffen, werden besonders abgelehnt von Populisten. Das haben wir in einem Umfrageexperiment getestet. Und das Experiment, Umfrageexperimente verwendet man dann, weil wir... Ich selber auch so ein bisschen eine Richtung meiner Forschung ist, dass ich halt normalen Umfragen wenig Vertrauen schenke, weil gerade in der, wenn es um sehr heikle und kontroversielle Themen geht, Menschen dazu neigen, Antworten, die zu einem erwünschten Antwortverhalten. Dadurch kommen wir auch mit der Schätzung oft nicht in die Nähe, weil Menschen wissen, was erwartet wird oder sagen oft nicht genau die Wahrheit, wenn es um diese schwierigen Themen geht. Oder wir testen Elitenkonzepte. Denn gerade in der Demokratieforschung, in der Populismusforschung liegen wir oft daneben, weil das halt sehr schwierig abzufragen ist. Aber man kann Experimente, das sind neue Formen, neue Methoden, die kommen teilweise aus der Wirtschaftswissenschaft, aber auch aus der Werbeindustrie, die man dann verwenden kann, wo man quasi was testen kann, ohne dass die Getesteten wissen, dass sie an diesem Experiment teilnehmen, weil das einfach über statistisch dann eben berechnet wird. Und hier wurde den Befragten ein Szenario angegeben, dass sie quasi sich in einer neuen zweiten Welle befinden, das war im letzten September, und dass um dieser neuen Welle Herr zu werden, müsse die Regierung sehr drastische Maßnahmen ergreifen, und diese drastischen Maßnahmen gehen auch über den Verfassungsrahmen hinaus, und die Frage ist, inwieweit diese nicht verfassungskonformen Maßnahmen gestützt würden. Das nennt sich ein Conjoint Experiment im Englischen, und Sie haben hier auf der blauen Seite eine Reihe von verfassungswidrigen Maßnahmen, auf der gelben Seite verfassungskonforme Maßnahmen, also genau das Gegenteil dieser blauen Maßnahmen. Und die erste Maßnahme ist eine verpflichtende Tracking-App, die jeder zu installieren hatte. Das Wegsperren, wurde nicht so bezeichnet, aber das Wegsperren vulnerabler Gruppen. Die dritte Maßnahme war quasi der Polizeiinformant zu sein, um Corona-Partys oder Corona, nicht Corona-regelkonformes Verhalten aufzudecken, der Bürger als Polizeihilfe, und letztlich Zustimmung zur Aussage, dass es Effektivität immer wichtiger ist als verfassungsmäßige Spitzfindigkeiten. Und den Befragten wurden Kombinationen dieser Maßnahme aus dem Zufallsprinzip angeboten, Pakete, und dann konnten die das auswählen. Und statistisch konnten wir dann das einer Kontrollgruppe und dann einer Testgruppe zuordnen, so wie einem Experiment. Es gibt eine Testgruppe, es gibt eine Kontrollgruppe, sie führen einen Stimulus ein und dann messen sie, ob die Kontrollgruppe und die Testgruppe unterschiedlich sind. Das kann man dann statistisch sich ausrechnen, und dann haben wir versucht zu errechnen, wie das Ergebnis dieser Maßnahmen ist, und das sieht dann so aus. Sie haben wieder auf der linken Seite die diversen Maßnahmen, und man kann sich das vereinfacht so vorstellen, Sie haben links eine strichlierte Linie, rechts eine strichlierte Linie, und darüber steht Populist und Nicht-Populist. Also das sind eben, auf der einen Seite ist die Bevölkerung, die eben keine populistischen Einstellungen aufweist, auf der anderen Seite rechts davon sind es die Leute mit populistischen Einstellungen, und dann haben sie horizontal quasi, wo die bei diesen Maßnahmen zu liegen kommen. Je weiter links aus ihrer Sicht die Maßnahme ist, desto verfassungskonformer sind die, und je weiter weg von der linken, vom linken Rand diese Linie mit dem Punkt zu liegen kommt, desto weniger verfassungskonform ist es. Und da sehen wir zum Beispiel, dass die, wenn wir uns ansehen, bei der verpflichtenden Tracking-App am Telefon, dass zum Beispiel die Populisten deutlich näher deutlich näher am linken Rand sind als zum Beispiel die Nicht-Populisten. Und wenn man sich das ansieht, dann sieht man, dass von diesen vier Maßnahmen, bei zwei Maßnahmen, bei der ersten und bei der dritten, die Nicht-Populisten deutlich weniger Rücksicht auf die Verfassung nehmen als zum Beispiel die Populisten. Könnt ihr dazu auch noch mehr sagen? Ich zeige nur noch eine Folie, dann bin ich auch schon fertig.
Könnt dann auch noch ein bisschen in der Diskussion, warum das so ist, warum wir glauben, dass das so ist. Ich zeige Ihnen noch auch die Parteien dazu. Da sehen wir auch dasselbe Schema im Prinzip. Je weiter in der Mitte oder weiter nach rechts Sie kommen, desto weniger verfassungskonform ist die Maßnahme, oder desto höher ist die Unterstützung für nicht verfassungskonforme Maßnahmen. Je weiter links eine Gruppe ist, desto höher ist die Unterstützung für verfassungskonforme Maßnahmen. Und da sehen wir auch, dass die FPÖ zum Beispiel deutlich stärker verfassungskonform ist in der Frage der Tracking-App als beispielsweise ÖVP-Wähler. Da kann man nicht jetzt sagen, die ÖVP-Wähler vertrauen ihrer Regierung und daher haben sie weniger Probleme damit, während die FPÖ-Wähler natürlich viel skeptischer gegenüber der Regierung sind und daher viel eher in diesem Fall hier die verfassungsmäßige Position hochhalten. Jedenfalls waren das für uns interessante Ergebnisse, und unser Fazit ist, dass einerseits für uns wichtig ist, dass Menschen mit populistischen Einstellungen laut unserer Umfrage sich signifikant stärker betroffen fühlten. Wir lernen daraus, und das, glaube ich, hat man sehr schön gesehen in der ganzen Impfdiskussion in Österreich, dass das Verhältnis des Individuums zur Regierung und zum Staat, dieses Vertrauensverhältnis oder dieses Verhältnis, eine wichtige Rolle spielt in der politischen Einschätzung von Maßnahmen und in der Betroffenheit. Und was die Maßnahmen betrifft, dann sehen wir einerseits, dass Populisten nicht von vornherein illiberal sind, oder auch nicht automatisch illiberaler sind als Nichtpopulisten. Und die, was wir auch mitnehmen als Erkenntnis ist, dass es zwischen Populismus und Technokratie oder eine Art wissenschaftsgeleitete Politik eine sehr große Spannung gibt. Und dass in vielen Fällen die Lösungen für Populisten quasi so eine Art Idealbild, eine Horrorvorstellung darstellen, eine Politik, wo sich die Politik geleitet ist von der Wissenschaft und sich von allen anderen Faktoren entkoppelt hat, das sage ich nicht, aber das scheint sich für diese Personen so darzustellen, und dass für Populisten der Aspekt der Illiberalität weniger wichtig ist als der Aspekt der Anti-Elite, also dass vor allem der Widerstand gegenüber einer vermeintlichen Elite für Populisten im Vordergrund steht. Und damit bedanke ich mich. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese beiden wirklich wunderbaren Vorträge, die nochmal unseren Blick geschärft haben. Wir haben schon im ersten Teil des Panels sehr schön differenziert bekommen, sozusagen die Politik oder eben der Staat sozusagen, was oft in öffentlichen Debatten eben schnell sozusagen, oder die Wissenschaft eben als Gegenpole entworfen wird, wie stark wir genau hingucken müssen, wie wir differenzieren müssen, und ganz unterschiedliche Strömungen. Und das ist eben nochmal sehr schön von beiden Referenten vorgeführt worden. Es ist dann die Bevölkerung oder die Öffentlichkeit, die immer beteiligt werden muss oder ähnliches, geht ja auch mal schnell so als Chiffre durch, aber eben, dass man sehr viel genauer hingucken muss mit ganz unterschiedlichen Empfindungen, mit überraschenden Befunden und eben auch gerade beim Populismus, der sozusagen als ein Negativbild, also ich beziehe mich da gleich mit ein, sozusagen immer schnell mal so als Argument irgendwie daherkommt, dass wir doch sehr viel genauer hingucken müssen, was für Strömungen da eigentlich laufen, was für Argumente und was für Strategien tatsächlich auch und Wahrnehmungen dann eben eine Rolle spielen. Also ich glaube, ein weites Feld, was wir aufgemacht haben. Ich wäre gespannt auf Ihre Fragen. Im Online sind bislang noch keine Fragen eingetrudelt. Insofern könnte ich sofort wenn Fragen jetzt hier schon kommen, vielleicht ist aber noch ein bisschen nachdenken, das sieht ein bisschen nachdenklich noch aus. Geht gleich los. Bitte sehr, fangen Sie an. Ich komme nach vorne wegen des Mikrofons. Genau, das wäre nett. Alle Fragen bitte dann immer nach vorne kommen, damit im Livestream das auch zu hören wird. Und bei den Antworten bitte auch, das rote Lämpchen dann anmachen. Vielen Dank. Genau, nochmal herzlichen Dank für die beiden wirklich sehr interessanten Vorträge. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe eine Frage zu dem ersten mit der Einsamkeit. Wir machen nun in Deutschland auch schon ziemlich lange, seit Anbeginn der Corona-Pandemie, Forschung aus dem Blickwinkel des Tourismus und haben da den Eindruck gewonnen, dass, ich drücke es mal drastisch aus, die negativen Folgen der
Pandemie eigentlich immer nur in kleinen Teilen der Gesellschaft ankommen. Die sind nicht gleich verteilt, das ist nicht gerecht, das ist eher ungerecht verteilt. Also manche haben echt die Arschkarte, um es mal so auszudrücken. Und im Hinblick auf die Einsamkeit scheinen mir das Leute zu sein, die mit einer Online-Umfrage prinzipiell nicht erfassbar werden. Das sind alte Leute, die über 70 oder über 75 sind. Und ich nehme mal an, euer Panel hört spätestens bei 75 auf. Oder die in Heimen oder sonstigen Einrichtungen leben, die man für gewöhnlich nicht mal in seinen Gewichtungsfaktoren für die Grundgesamtheit hat, weil man immer auf die Wohnbevölkerung geht. Also das sind dann arme über 80-Jährige oder Kinder in Kinderheimen oder so, die unter dieser Pandemie besonders gelitten haben. Und meine Frage ist, ob es bei diesem nationalen Forschung auch für diese kritischen Fälle, die man ja einfach, ist kein Vorwurf, man kann das mit dieser Methode einfach nicht anders machen, aber ob es da spezifische Zugänge gibt, um deren, jetzt mal so ausgedrückt, Leid auch noch zu erfassen. Vielen Dank. Ah, so geht's. Ja, vielen Dank für diese sehr richtigen Einwürfe. Das stimmt natürlich. Es war halt am Anfang der Pandemie vor allem nicht wirklich möglich, so viele Leute zu erreichen mit unserer Umfrage auf eine andere Art, mit einer anderen Umfragemethode. Das stimmt aber natürlich. Ich habe eh auch eingangs darauf hingewiesen, dass wir hier gerade bei den Älteren ein Problem mit der Repräsentativität haben. Es gibt meines Wissens sehr wohl Versuche, die Situationen gerade von Menschen in Altersheimen und so weiter zu erfassen. Das wären dann aber eher qualitative Zugänge, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich habe da vor einigen Monaten mal was dazu gelesen gehabt. Da gibt es schon was, ich habe es jetzt aber ehrlich gesagt nicht wirklich im Kopf. Und zu den Kindern, da haben Sie natürlich auch recht, auch die sind in besonders prekären Situationen gewesen, wenn sie nicht mehr in die Schule konnten, nicht in den Kindergarten konnten, denen fehlt dann oft der Kontakt zu Gleichaltrigen, was natürlich auch eine Form von Einsamkeit ist, die wir hier nicht behandeln konnten. Da haben Sie vollkommen recht. Dankeschön, Eberhard, bitte. Vielen Dank. Ich empfehle, also es geht um Populismus, eine Frage oder ein Denken, angeregt durch Ihren Vortrag, vielen Dank. Ich empfinde, dass es in unseren Gesellschaften zurzeit so etwas wie einen medialen Diskurs gibt mit einem dominanten Erklärung, dass Verwerfungen über Corona-Politiken, die es gibt, Spannungen, ja, tendenziell so dargestellt werden, da gibt es eine Mehrheit mit dem weißen Hut auf und dann gibt es da eine Minderheit mit einem schwarzen Hut auf. Das, wenn andere anderer Meinung sind, mögen Sie das bitte darstellen. Es gibt so einen dominanten, sehr starken Diskurs und der wird meistens so, wir haben das auch auf dieser Tagung hören dürfen, der wird eigentlich meistens so abgeleitet, das ist eigentlich, das sind die Rechten, das ist der und das ist der Populismus in einer bestimmten Form von Populismus und das sind die Verschwörungstheorien. Und wenn man sich das so ansieht, das ist eigentlich etwas, was ich als sehr... jetzt ist meine Frage, also erstens nur mal die Frage, glauben Sie, dass Sie jetzt Ihre Erklärung da sind, dass es ein bisschen komplizierter vielleicht ist? Und die zweite Frage, und die ist jetzt ein bisschen böse, also nicht böse gegen Sie, aber ich frage mich, ist der in diesem dominanten Diskurs angewandtes Erklärungsmodell des Populismus als das Bösen, ist das möglicherweise, und das ist natürlich eine Suggestivfrage von mir, ist das möglicherweise Populismus nicht so ganz oder dieses Konzept von Populismus nicht so ganz das richtige Instrument, um diese politischen, das ist jetzt vielleicht nicht Ihr Thema, aber ist es vielleicht nicht ganz das richtige Instrument, um diese politischen Verwerfungen, die im Moment ablaufen, zu laufen? Weil, also ich glaube, in den Klischeevorstellungen wird ja Populismus als illiberal und Sie haben diese Begriffe von autoritär und sowas. Und also ich sehe ganz groß eine in den Medien nicht wahrgenommene Spannung in genau diesem Bereich,
wo es um Liberalität und Autoritären geht und man eigentlich sozusagen aus den uns gewohnten Vorstellungen, wie wir uns gegen bestimmte autoritäre Vorstellungen darstellen, Entschuldigung, das wird schon fast ein Parallelvortrag, ich muss abbrechen. Ja, das irgendwo, das ist meine akademische Frage, brauchen wir andere Instrumente als den Populismus? Und damit ist es natürlich ganz, wenn Sie jetzt Populismusforschung machen, Entschuldigung. Ja, okay. Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für die Frage. Ich kann da einige Sachen ansprechen und auch ein paar vielleicht falsche Eindrücke vielleicht auch ansprechen. Also uns geht es prinzipiell nicht darum, Populisten, Populistinnen jetzt in ein politisches Eck zu drängen. Und ich bin auch der Meinung, Populismus ist mal prinzipiell weder links noch rechts. In Österreich hat bei der Wahl in Oberösterreich eine Anti-Impf-Partei gewonnen, die ist klassisch populistisch, die kann man messen, die ist aber weder rechts noch links. Also da finden, die ist weder ideologisch einordnbar. Das heißt, Populismus kann sich dann verbinden mit rechten oder linken Inhalten, die dann meistens die Lösungen bieten, was dann zu tun ist. Aber Populismus ist im Prinzip eine große Skepsis und eine Ablehnung gegenüber einer Elite, die von den Populisten als illegitim angesehen wird. Und natürlich ist das jetzt auch nicht so eine Gruppe, wo alle gleich sind, sondern, an das auf Ihre ersten Teil Ihrer Frage eingehend, kann ich diese Leute auch abholen. Die sind auch nicht prinzipiell gegen die Regierung, deshalb haben wir das ja extra getestet. Da gibt es Leute mit diesen Einstellungen, die auch für die Regierung gewählt haben. Das passiert ja allen von uns, dass wir Einstellungen haben und trotzdem für eine Partei wählen, obwohl wir uns nicht wirklich komplett mit der identifizieren. Aber also die sind nicht alle völlig losgelöst im Eck und haben mit anderen nichts zu tun. Und das ist ein Spektrum. Und natürlich, wenn ich weiß, wie diese Personen funktionieren, wie sie ticken, kann ich meine Kommunikationsstrategie überlegen, wie ich versuche, die Leute abzuholen. Ich werde nicht alle abholen können, aber ich werde vielleicht einen Teil von denen abholen können, indem ich auf diese Ängste oder auf diese Befürchtungen eingehe. Das ist eine Möglichkeit, wäre eine Strategie. Grundsätzlich, die Sorge, die ich habe natürlich, ich gehe davon, ist nämlich folgende. Wir haben bei der Umwelt- und bei der Klimadebatte ja wahrscheinlich eine ähnliche Debatte. Und wenn wir dann eine entstehende neue Cleavage, eine Spaltungsebene haben, wo auf der einen Seite eine expertenorientierte technokratische Politik steht, die eben dafür sorgt, dass gewisse Maßnahmen getroffen werden, und auf der anderen Seite eine Bevölkerung, die das nicht versteht oder nicht mitgeht oder wodurch viele Fehlinformationen oder falsche Informationen das anders dargestellt wird, und die Klimadebatte ist nicht eine Debatte, die nach ein, zwei Jahren Pandemie dann vorbei ist, sondern das ist dann vielleicht mehr permanent, dass das natürlich schon eine Mammutaufgabe sein wird für unsere Gesellschaft, wie wir mit dem umgehen werden. Weil es sieht ja so aus, als ob wir immer stärker auf wissenschaftlichen Input angewiesen sind in der Lösung der Probleme. Es wurde auch am Vormittag schon angesprochen. Und ich glaube, da ist diese Bevölkerung, die zu Populismus neigt, genau auf der anderen Seite, weil die von ihrer Anlage schon diese Skepsis mitbringen und nach Möglichkeiten suchen, dass diese Skepsis bestärkt wird. Also wenn ich schon diese Grundeinstellung habe, dann suche ich nach Beweisen, dass das genauso ist, wie ich es mir vorstelle. Das heißt aber nicht, dass die schon von vornherein verloren sind. Da gibt es sicher Möglichkeiten der Vertrauensbildung, wo ich einige abholen kann. Aber das muss ich mir sehr genau überlegen und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Ich glaube, bei der Pandemie haben wir es großteils versäumt in den Ländern, wo es wenig funktioniert hat. Ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung in Australien weniger populistisch ist, prinzipiell, aber die haben es geschafft, innerhalb kürzerer Zeit mehr Menschen zu impfen, weil die irgendwas anders gemacht haben. Und ich glaube, diese Modelle muss man sich anschauen, und da bin ich auch bei Ihnen, dass man das vielleicht einen Strategiewechsel vornehmen muss, um diese vertrauensbildenden Maßnahmen zu machen oder Sprecher zu finden, die eben jetzt nicht das Expertentum, die Technokratie so stark repräsentieren. Und ich glaube, das ist die Herausforderung für die Zukunft. Und letztlich auch die Herausforderung an uns selbst. Also habe ich Eberhard Wolffs Nachfrage verstanden und auch den wirklich wunderbaren Vortrag, dass wir sozusagen dass wir neue Instrumente brauchen, auch selbst für die Analyse. Ne? Also das ist also nicht unheimlich wichtige Hinweise. Und der Populismus hilft uns dann natürlich nicht weiter, so platt macht das auch keiner. Aber trotzdem ist das auch, was uns den Spiegel letztlich auch an
an uns vorhält. Ich hätte dazu noch Fragen, aber wichtiger ist, dass wir noch über Frank Maxner noch die eine Frage gönnen, weil wir sind schon über die Zeit und ich würde meine Fragen zurückstellen auf die Kaffee-Mittagspause. Und gut, deshalb. Ich mache es knapp. Ich hätte nur eine Nachfrage zu Ihnen. Habe ich es überhört oder nicht gut aufgepasst? Haben Sie auch abgefragt, ob Menschen vor Corona auch schon einsam waren? Und ich hätte eigentlich geglaubt, eine Idee zu haben, warum die Migrantinnen sich einsamer gefühlt haben 2020, weil da konnten die nämlich nicht heimfahren in ihre Länder und die Veranstaltungsräume waren geschlossen, aber sie haben auch gezeigt, dass es 2021 nicht besser war und da sind dann doch wieder viele heimgefahren. Die Frage an Sie haben Sie mir jetzt fast in Ihrer Antwort eben wahrscheinlich beantwortet, aber ich möchte sie doch nochmal stellen, nämlich zugespitzt jetzt auf das, zeigen diese Daten über Populistinnen, dass eine, ich sage jetzt einmal, konsensorientiertere Politik, siehe Beispiel Dänemark, wie es jetzt ja auch medial verhandelt wird, zu anderen Ergebnissen geführt hätte. Weil ich bin auch der Meinung, in Dänemark gibt es genauso viel Populistinnen und Populisten in dem von Ihnen beschriebenen Sinn wie in Australien oder in Portugal oder irgendwo. Also gehen Sie in diese Richtung und dann haben Sie eine Folie gezeigt, ganz zum Schluss, da war die ÖVP im Positiven ganz rechts weit. Und das ist mir eigentlich das Interessanteste auf der Folie vorkommen, da sind Sie nicht eingegangen. Vielen Dank auch für diese Fragen. Wir haben leider keine Baseline-Measure für die Einsamkeit vor Corona. Es gab schon eine Befragung, ich weiß jetzt nicht mehr welche, ich müsste nachschauen. Ich glaube im Jahr 2018, wo das aufgenommen wurde, aber das ist natürlich ja, zu lange her. Ja. Genau, also wir können leider erst ab unserem Start etwas dazu sagen und das war 2 Wochen nach dem ersten Lockdown, nach dem Beginn des ersten Lockdowns. Und zum Zweiten zu den Menschen mit Migrationshintergrund, ja, ich hätte das auch so gesehen, dass vor allem das Heimfahren und vielleicht auch andere kulturelle Gründe hier stark mit reinspielen. Man kennt das ja in vielen Kulturen, die auch in Österreich beheimatet sind, gibt es die Praxis der großen Zusammentreffen, wo dann wirklich sehr viele 50, 100, 200 Leute sich regelmäßig treffen und da Feste feiern oder wie auch immer. Und das war natürlich sehr viel schwieriger, das mag da ziemlich sicher auch mit reingespielt haben. Ja. Ich nehme die zweite Frage zuerst. Ich habe es nur kurz erwähnt, aber das ist eine spannende Sache. Wenn man sich die Parteien ansieht in unserer Umfrage, dann sehen wir, dass eigentlich ÖVP-Wähler, Wählerinnen die größte Distanz zu diesen Sachen haben. Das ist interessant, also dort die Skepsis relativ groß ist. Das sind verschiedene Faktoren. Das ist eine bildungsmäßig eine Gruppe, wo vor allem Frauen da deutlich eine Skepsis aufweisen. Die sind einerseits, würde ich mal sagen, von der Bildung Leute, die sich sehr wohl selber informieren, auch im Internet, also ein bisschen Dr. Facebook spielt da eine Rolle, die aber auch jetzt nicht sofort Maßnahmen umsetzen, wenn die angeordnet werden. Also da gibt es auch eine gewisse Skepsis gegenüber, aber grundsätzlich, und das sieht man sehr stark bei der ÖVP, sind die ja in der Regierung. Das heißt, dort ist natürlich das Vertrauen in die Maßnahmensetzer sehr groß. Und wenn jetzt die Regierung sagt, das sind die Maßnahmen, gibt es weniger Grund an die Verfassungsmäßigkeit zu zweifeln, sondern man folgt natürlich der gewählten eigenen Führung. Die sind am wenigsten skeptisch gegen die eigene Elite sozusagen. Bei den Grünen und bei den Sozialdemokraten finden wir aber dennoch, unabhängig davon, eine Regelkonformität der größere bei den Sozialdemokraten, hat teilweise auch damit zu tun, dass die Leute älter sind und ältere Gehorten regelkonformer agieren. Und bei den Grünen sind halt sehr viele Bildungsbürger, die einfach aus rationalen oder Bildungsgründen sowieso diese Maßnahmen einhalten. NEOS ist ein bisschen komplex, können wir auch nicht ganz erklären, aber so würden wir das einordnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ÖVP-Wähler sind gegen die Verfassung, ich glaube, das wär die falsche Schlussfolgerung, aber in dieser Kombination haben Sie sich illiberaler geäußert. Und es war ja damals auch diese Aussage, jetzt war unbenannt diese Aussage von Kanzler Kurz, dass es also, ja, das nicht so wichtig ist. Das Wichtige ist, dass man jetzt wirklich effektiv Maßnahmen ergreift. Entschuldigung, Ihre andere Frage, die erste Frage war die Konsens, das stimmt. Benjamin ist ein brillantes Beispiel von Ihnen, weil gerade die dänische Volkspartei natürlich lange in der Regierung war, dort auch große Wahlerfolge hatte und Dänemark sicher ähnlich populistisch strukturiert ist von der Wählerschaft.
wenn ich natürlich, wenn die Politik sehr stark polarisiert, nehmen wir mal an, wir wollen Muslime mitnehmen, ist es sinnvoll, eine Islam-Map zu schaffen in derselben Zeit, wenn ich versuchen will, dass die Leute zu erreichen? Ist es sinnvoll, in der Wiener Wahl das besonders zu polemisieren, wenn ich die Leute mitnehmen möchte? Natürlich ist der Versuch, alle mitzunehmen, in so einer Situation immer besser, weil ich dann ja nicht diese Skepsis ja befeuere. Das Befeuern einer Diskussion, der sagt was anderes, das treibt der Skeptiker genau in die andere Richtung und ist natürlich genau die falsche Strategie. Ganz herzlichen Dank für die Fragen, die Impulse und die wunderbaren Antworten. Wir könnten weiter diskutieren, machen das aber dann jetzt am besten in der Mittagspause und werden da bestimmt auch weiter diskutieren. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir jetzt von 12 bis 2 eben Mittag machen und ab 2 durchstarten dann mit der Session 4. Und wir hatten eben schon jetzt die Auswirkungen, den sozialen Impact Corona sozusagen diskutiert. Und da knüpft, glaube ich, das vierte Panel sehr gut an. Da wird es dann um touristische Nachwirkungen gehen, um psychosoziale Auswirkungen, um Long-Covid. Also bleiben Sie dran und auch alle, für alle Grönemeyer-Fans ist auch was dabei. Bleibt alles anders, heißt das Panel 4. Insofern freue ich mich, wenn wir um 14 Uhr so rege weiter diskutieren wie jetzt. Und nochmal einen ganz herzlichen Dank für die beiden Vortragenden. Wirklich wunderbares Panel. Habe ich noch was vergessen? Die Weise Tagungsleitung? Nö. 14 Uhr, bitte alle wieder dabei. Wir freuen uns. Bis dann. Danke. Ja.